dass ich auch weiß, ob sich der ganze Kram lohnt. Ja. Wie, Disk nicht lesbar? So haben wir aber nicht gewettet. Ja, doch. Also ich bin mal wieder der Held der, Welt und hab's voll verkackt und hab einfach die Disk falsch eingelegt. Ich würde gerne heute, anders als letzte Woche, der... Jetzt muss es natürlich updaten. Weißt du? Wir haben 2023 und es gibt kein Spiel. Oh, du willst das Spiel spielen. Hast nur einmal die Woche Zeit. Bam. Aktualisieren. Gut, ich glaube, ich muss meine PlayStation einschicken. Ich glaube, die hat echt einen Kugellagerschaden. Ich würde es ja eigentlich selbst machen, aber ich habe da noch Garantie drauf. So. Na komm, die paar Sekunden warten wir ab. Ich habe den Kai gefragt, ob wir heute Bock haben, wie heißt's? Ob wir heute Lust haben, 7 Days zu spielen. Hätte ich eigentlich auch Lust drauf, aber er kann heute nicht. Und eigentlich wollte ich heute auch ein bisschen Story of Seasons spielen. Aber da das Spiel relativ langweilig ist und ich glaube, dass ihr das, dass meiner Zuschauerschaft das nicht so interessiert, habe ich mir gedacht, machen wir mal ein bisschen so ein Stündchen. Machen wir mal ein Stündchen so alle Spiele durch. Vor allem müssen wir mal warten, bis die Leute überhaupt reinkommen. Ich weiß gar nicht, ob der Justin heute kann. Juna habe ich jetzt auch länger nicht mehr gehört. Von daher alles entspannt. So, kann sich nur noch um Stunden handeln. Ich muss ja ganz ehrlich sagen, Final Fantasy 16 finde ich... unerwartet interessant. So, es ist jetzt schon 2 Wochen her, dass ich in irgendeiner Weise was gemacht habe. So, begib dich in den Grenzwald. Ich will mal gucken, wie die FPS hier so mitgehen. Aber bei den Chocomockel habe ich ja eigentlich schon alles gemacht. Gehen wir doch mal in den Grenzwald, ne? Ich bin echt mal gespannt, wie das mit der, mit den FPS in dem Spiel läuft. Würde mir persönlich sehr gut gefallen. Ja, wie gesagt, die großen Spiele spiele ich eigentlich auf der PS5. Akku ist voll, das ist schon mal gut. Und direkt eine Cutscene. Finde ich eigentlich so ein bisschen schade, weil alle Rollenspiele sich immer gleich aufbauen. Man macht irgendwas, hat ein bisschen Interaktion, rüstet sich auf und dann... Blutfliegen. Eine Cutscene nach der anderen. Wir hätten den Kristallpass nehmen sollen. Aber auf dem Pass sind wir schutzlos. Man hat sicher ein hübsches Sümmchen auf uns ausgesetzt. Also Kopf einziehen. Außerdem, so eine kleine Abkürzung durch den Wald hat doch auch was. Die Fäule breitet sich immer weiter aus. Dass es solche Orte noch gibt, ist ein wahres Wunder. Einschließlich Fliegen. Ja, also die ganze Menschheit kann am Arsch sein, solange es Scheiße gibt, wird es Fliegen geben. Ging nie besser. Wenn du das sagst. Bringen ja theoretisch auch ihren Teil in die Nahrung. Hundi! Hundi! Ja, Hündchen! Ein fabelhaftes Tier.
Keine Angst vor nichts. Ein echter Jäger. Das hatte unser Vater in dem Schön, Spiel dass auch du wieder gesagt. Da bist. Nur da war der Hund noch ein Welpe. So, lass uns hier raus, bevor es dunkel wird. Na dann los. So, Rauchspuren. Was ist denn das jetzt schon wieder? Beste Freund eines Helden. Torgal hat sich der Gruppe angeschlossen und kämpft nun an Clives Seite. Mit kannst du zwischen Schnellmenü und Torgal-Kommandos wechseln. Die folgenden drei Befehle können gegeben werden. Beißen, heilen, wieder auf Clive und anfallen. Mit den Hilfaccessoires Ring des zeitigen Beistands braucht Torgal keine Befehle mehr. Solange dieser Ring ausgerüstet wird, wird Torgal je nach Situation... Okay. Habe ich eigentlich die Bestien erwähnt? Ja komm, wir spielen hier in Final Fantasy. Ich glaube nicht, dass wir... Frage ist, wie kann ich das ausrüsten? Zeitigen Heilung. Warte mal, Status. Muss ich den jetzt automatisch ausrüsten? Einsamer Jäger. Lass mich mal überlegen. Unten rechts noch das mit dem... lass mich raten. Das kommt aus den vorherigen Spielen. Das war noch in der 8-Bit-Ära. Beißen ist ein Nahkampf. Ja, komm, das weiß ich. Ich würde gerne wissen, wie ich den ausrüsten kann. Eisengurt, eiserne Armreife. Warte mal. Muss ich Ausrüstung und essbar. Schutzes Augenmerk, ausweichen, Angriff, Heilung. Okay, ich kann hier gar nichts ausrüsten. Tödliche Viecher. Aber na gut. Mit denen wirst du schon fertig. Sehr beruhigend. Kann ich auch rennen? Dafür bin ich da. Dafür und für die Abkürzung. Ich glaube nicht, dass wir den Sitz zu unserem Schutz brauchen. Mir gefällt nicht, dass der Lüfter der PlayStation so laut ist, aber das habe ich letzte Woche schon gehabt, das Problem. Warte mal. So, lass mich mal ganz kurz was überprüfen. Action Focus. Bildfrequenz. Vielleicht sind das Freunde von Torgal. Vielleicht aber auch nicht. So, jetzt aber auf die Schnauze, du Lümmel. Wie neue Gegner. Was zum? Okay, man muss echt sagen, für eine Konsole ist die Grafik schon ziemlich geil gemacht. Sieht besser aus als so mancher animierte Film. Wir haben noch einen weiten Weg. So. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das wirklich Framerate-Einbrüche sind oder ob es einfach daran liegt, dass ich auf 144Hz-Monitor spiele. Jo. Schwierig zu sagen. Diese Viecher sind hässlich. Die würde ich nicht auf dem Brot essen. Ich bin ja so schlau, machen wir mal so ein paar lustige Sprüche als Note drauf. Alter, dieser Arsch der Bestie ist so thick, dass das Vieh sogar eine eigene Sparkasse hat. Meine Güte, was macht dieses Ding denn so weit im Süden? Wenn das Ding furzt, dann ändern sich die Gezeiten. Keine Wölfe mehr da oben. Die nördlichen Gebiete wurden als erstes von der Fäule verschluckt. Armes okay. Viech. Ich bin mit den blöden Sprüchen schon still. Ich weiß, dass meine Sprüche so schlecht sind. Ich werde mich nach dem Stream einfach anzünden und über den Fluss fahren. Der Hund hat Angst? Also ein typischer Edgy-Charakter, auf den Damen stehen sollen. Weil der einfach so, oh, ich bin so nachdenklich und so ruhig und oh. Ja, das war doch klar. Vergessen zu erwähnen, von den Sträuchern hier solltest du nicht flirten. Und das vergisst jetzt. Hier zurück! Leib links! Aua.
Fabelhaftes Tier. Es war schön, dass der sich immer die ganze Zeit. Warte mal, ich muss erstmal wieder in die Steuerung reinkommen. Das ist immer schwierig, wenn man verschiedene Spiele spielt, dass man da echt Probleme bekommt. Das Unterholz ist erledigt. Ich gehe wieder vor. Ja, genau. Ups, falscher Knopf. Ich muss ja ganz ehrlich sagen, die Ergonomie der Controller ist ja echt für den Arsch. Nach dir. Zum Beispiel PlayStation und Xbox sind relativ gleich, da ich aber meistens unterwegs mit der Switch spiele, gerade wenn ich viel im Zug unterwegs bin. Dass dort die Knöpfe vertauscht sind, das werde ich Nintendo nie vergeben. Auf diesem Stick ist immer Ablehn und das ist immer Zusage. Das ist genauso wie hier bei diesem Controller. Sogar hier gibt's. Ja? Nein. Und bei der Switch? Nein. Ja. Früher soll der Himmel voll mit ihnen gewesen sein. Diese Lappenköpfe, ey. Jetzt stecken sie alle in der Erde. Da könnte man sicher eine Lehre draus ziehen. Aber nicht jetzt. Weiter. Kopf einziehen. Eine Lehre aus einem Baum. Greta Thunberg lässt grüßen. Ah ne, warte mal, die konnte ja nur Mimimi, ne? Die hat ja nie einmal. Ja, es war so klar. Nie einmal richtig im Wald überlebt. Ein Wyvern. Was du sagst, ist zufällig ein Freund von dir, oder? Ach Quatsch. Da raus! Ich brauche Kamerafokus. Aua. Das ist auch mal wieder so ein Ding. Weil hier das Ausweichen halt komplett anders ist. So, da kann ich jetzt wieder bewegen. Du weißt, was zu tun ist. Fast Torgan. Aber Harry Potter zum Beispiel hat man halt. Du weißt, was zu tun ist. Hier drüben. Fast Torgan. Los. Fast Torgan. Oh, auf die Schnauze. Los. So. Weißt du, was eine Strafe wäre? Man müsste ihm bei lebendigem Leibe die Zunge rausreißen, dass er sich selbst den Arsch lecken kann. Eine Drachenkralle. Bei genauer Betrachtung des Fußes eines niederen Drachen fällt auf, dass die mittlere Kralle deutlich länger ist als die. Die binden wir an den Stock und verkaufen ihn als Arschkratzer. Ich habe heute einen Clown gefrühstückt. Die Woche war. Wenn durch die Woche so im Arsch. Das glaubst du gar nicht. Sein. Halt die Augen offen. Das glaubst du gar nicht. So, mal gucken, wann die Sprecher zurückkommen. Bis jetzt. Meine Streams sind immer relativ still, je nach Spiel sozusagen. Aber das ist ja durchaus okay. So. Ja, also multitaskingfähig bin ich schon, aber ich kann nicht alles zeitgleich. Ich bin schon einmal an einem Wald an der Klippe entlang gegangen, aber nicht so schnell. Nicht mehr lang zu gehen. Jungs, ihr habt doch 3 Schwerter, ihr könnt euch auch. Schade um die schöne Abkürzung. Und was ist Togger? Tierische Instinkte. Kein Frust, wenn ich einmal verlaufen sollte. Halte L3 gedrückt und lass dich von Torgas Spürnase auf den richtigen Weg leiten. Okay. Wenigstens einer kennt sich hier aus. Danke, Torga. Es wäre schlimm, wenn nicht. Es ist ein Hund. Also nicht auskennen, aber der sollte zumindest besseren Orientierungssinn haben als Menschen. Was eigentlich interessant ist, weil Menschen eher dann ohne Hilfsmittel neigen, sich zu verlaufen. Das sehen die nicht aus. Ich war doch nicht schuld. Pass, Torga! Schnapp sie dir! Da, Boss! Schnapp sie dir!
Das würde mein Hund jetzt nicht in diese... Also ich muss sagen, aber ich habe es echt schön gemacht. Obwohl hier eigentlich auch das Final Fantasy 7 muss man nochmal zocken. Was soll das denn? Ich weiß Wölfe. Ich glaube, das interessiert ihn nicht. Ich meine, wir sind legit ein Krieger des Königsordens und haben durchaus dementsprechende Magie. Ich bin mal gespannt, ob man später die S-Bahn auch kontrollieren kann, diese riesigen Monster. Das habe ich nicht gern getan. Nein. Das sind auch keine Wölfe, die sind hässlich. Halt, Elgert. Was? Achso, ja. Ja, das ist jetzt wahrscheinlich so eine Art Tutorial. Hallo, Mikro. Deswegen will ich ein fucking Headset haben, was mit einer guten Soundqualität ist. Weil es ist immer ständig nervig, sich mit diesen ganzen Sachen da auseinanderzusetzen. Und vor allem braucht das so viel Platz. Ich hab legit 20% weniger Platz auf meinem Schreibtisch, weil da ein Mischpult steht, weil da die Kabel stehen, weil da die Aufladestation von den Funkkopfhörern stehen und dieses Mikrofon. Juna Maus, hey, grüß dich! Ich wollte heute später nochmal Story of Seasons spielen und da du ja immer die Neigung hast, dieses Spiel zu verpassen, habe ich mir mal gedacht, fange ich lieber mal mit Final Fantasy an. Zu dem ich eigentlich das Spiel, beim letzten Mal haben wir es ja angespielt, eine Kopie davon gibt es auf YouTube. Und dementsprechend habe ich ein bisschen weitergespielt und das nächste Story-Kapitel würde ich euch gerne mitnehmen. Die Farm läuft, unserer Crew Yuna geht's gut. Das will ich hoffen. Jetzt muss ich in dem Spiel nur noch mir eine Braut suchen und heiraten. Das sollte nicht zu lange dauern. Ist ja eine tolle Anpassung. Ist doch kurz, nur nicht ganz so schnell. Aber wenn du mit anpackst, geht's schneller. Au! Das wollte ich gerade. Wie kann denn so ein großes Vieh nicht treffen? Los! Kino, grüß dich, wie geht's dir? Ich hoffe, eure Woche war nicht so anstrengend wie meine. Weißt du, da spiele ich jetzt gerade ein Action-Spiel und jetzt kommt erstmal eine gesamte feminine Zuschauerschaft dabei. Und ich habe mich dazu entschieden, nicht das Farming-Spiel zu spielen. Aber ihr seid da ja ein bisschen anders. Finde ich gut. Die Woche bei mir war sehr anstrengend. Bei uns sind mal wieder sehr viele Leute krank, wie es halt so üblich ist. Und ja, die finde ich dann so geil. Wir fahren die Schildkröten, wir killen die Schildkröten übrigens nur, um eine Louis Vuitton-Tragetasche daraus zu machen. Aber die behalte ich selbst. Au. Alter, dieses Rotzvieh. Ein kleiner Lappenlurch. Oh, von wegen Schuppen. Haben wir den gebrochen? Nee, ne? Wir haben ihn nur Au! So gerade mein Hund geschlagen? Oh, Lümmel. Wenn das Vieh mein Hund verletzt, dann pisse ich dem ins Maul. Alter, der Hund hat uns gerade geheilt. Hundi for the win!
Fass, Torgan! Du weißt, was zu tun ist. Fass, Torgan! Dieser Kampf dauert lang. Oh, ich werde wild. Du weißt, was zu tun ist. Schnapp sie dir. Fanir erledigt. Oh, weißt du, an was mich das erinnert? An die Fanir ist ja auch eher ein Begriff aus der nordischen Mythologie. Und wir haben noch God of War Ragnarok hier. Wir müssen Odin und Thor noch in den Arsch treten. Irgendwann werde ich es wieder auspacken. Ich habe nächste Woche Urlaub. Das bedeutet, wir können abends uns durchaus mal wieder was gönnen. Wisst ihr, welchen Bosskampf ich richtig cool fand? Bayonetta 3 mit dieser Sängerin. Zurück! Ist der eine Blitz-Esper? Ich meine, unsere Jugendfreundin wurde ja auch dazu benutzt, um eine Eisdämonin-Göttin zu sein. Und unser kleiner Bruder war ja ein Feuerphönix. Du bist ein Dominus. Bin ich. Ja. Nicht, weil ich's wollte. Eine ganze Welt voller junger Hüpfer. Aber nein, mich groben Klotz musste Ramu heimsuchen. Mich groben Klotz musste Ramu heimsuchen. What the heck? Ist der Audio so weit okay, Hino? Oder muss ich da noch irgendwas? Was hast du davon? Oh, Bloodborne will ich nicht spielen. Das Spiel, das will ich doch nur töten, das Spiel. Was ich davon hab? Ich hab schon bei Dark Souls 2 verkackt. Was wir wollen und verdienen. Und bei Dark Souls 3 hab geheult. Und ich hab noch nicht mehr Elden Ring durchgespielt. Nicht zu Menschen von geringerem Wert machen. Die Gabe, ohne Kristalle Magie zu wirken, müsste Achtung verdienen. Doch wir sind Geächtete. Man saugt uns aus und wirft uns warum weg. Kaufe ich's und wofür? Denn? Warum lassen wir das zu? Ich finde, verstehe. Zu einer ordentlichen Sammlung gehört Bloodborne in die PS4-Sammlung einfach dazu. Irgendwann werde ich es spielen, aber ich habe aktuell noch so viele Spiele noch offen. Und ich muss noch Kena spielen. Ah, das Spiel ist so schön. Ich meine, wir haben es im Stream durchgespielt, aber ich möchte es noch aufnehmen. Und ich habe es vergessen, die Streams runterzuladen. So zu sterben, wie wir es uns aussuchen. Könnt ihr euch noch an Kena erinnern? Wie hat dir das eigentlich gefallen? So, die Alten sind gestorben. Wir sind, wie gesagt, Sklaven sozusagen. Oder Sklaven, die sich befreit haben. Manche haben so eine gewisse Art Magie-Intus. Also ich selbst fand die Geschichten schon schön. Die haben mir die ein oder andere Träne ins Auge gerufen. Muss man einfach gestehen. So eine männliche Träne als männlicher Mann. Aber die Kämpfe waren sehr schwierig. Was genau hast du vor, wenn du diesen Feuerdominus findest? Was glaubst du? Ihm blüht, was er meinem Bruder angetan hat. Und schneidet ihm die Zunge ab, der mir das ausreden will. Entspann dich. Du machst einem ja Angst. Ja, es gibt normalerweise immer nur eine Schutzpatronage-Bestie oder Dominus sozusagen, nennt man das hier. Unser Bruder, unser kleiner Bruder hat sich an einen Phönix verwandelt und als wir die Feuer Esper oder Bestie gesehen haben, war halt auch echt übel. Weil wir mussten legit einem Balrog, einem geflügelten, gehörnten Feuervieh zusehen, wie er das Herz aus einem riesigen Phönix, der unser kleiner Bruder sein sollte, ausgerissen hat. Das muss ich mir mal vorstellen. Also, im Vergleich zu den normalen Final Fantasies finde ich es auf der einen Seite gut, dass das Spiel jetzt erwachsen ist. Das bedeutet, es soll jetzt auch explizitere anzügliche Szenen zu sehen sein, mehr Blut. Also wenn mir jemand jetzt gesagt hätte, dass das eine Konsolengrafik ist. Das war's.
Hätte ich gesagt, meh. Aber die PlayStation überrascht mich. Wo kommen die alle her? Ah, daraus machen wir Salat. Können wir der Greta schicken. Entschuldigung. Man macht sich darüber nicht lustig, aber es... Man macht darüber keine Witze, aber es ist lustig. Keine eigentlich den Witz mit dem alten Mann und seinem Enkel. Oh, also sitzt ein alter Mann in irgendeinem Dorf auf, mit seinem Enkel. Und der Enkel fragt, Opa, wie kamst du zu deinem Spitznamen? Dem folgen wir, dann sind wir im Handumdrehen in Kielbrück. Im Handumdrehen. Sicher. Und der Opa sagte so, mein Junge. Siehst du diese Mauer? Ich habe diese Mauer mit meinen eigenen Händen gebaut. Glaubst du, sie nennen mich den Mauerbauer? Nein. Siehst du dieses Haus dort? Ich habe es mit meinen eigenen Händen gebaut. Glaubst du, die nennen mich den Hausbauer? Nein. Aber fick besoffen, einmal eine Ziege. Aber Erdogan zu seinem Spitznamen gekommen ist. Okay, nein, das war politisch nicht korrekt, okay? Ich meine, gut, wir haben mit unseren Politikern damals jetzt auch nicht unbedingt ins super Gras gebissen. Ne? Das guckt dir mal Merkel an. Ich könnte die jetzt nicht von einem vom Gesicht her vom Hängebauchschwein unterscheiden. Hier drüben. Schnapp sie dir. Ich muss irgendwie gucken, ich habe mal ein paar Talentpunkte. Du weißt, was zu tun ist. Nicht zu nahe, Torgal. Fast, Torgal. Du weißt, was zu tun ist. Fast, Torgal. Ist vielleicht nicht so schlau, einen Wyvern, der ja eigentlich eine Unterart, also in der Fantasy von dem Drachen ist, mit Feuer anzugreifen. Wir haben seinen Willen gebrochen. Wir machen ihn zu unseren... zu unserem Babbo. Nicht den irgendwie auch. Drachenabwies. Okay. Stimmt, wir sind ja das Schild der Flammen. So, jetzt will ich mal was gucken, ob ich noch irgendwie Fähigkeiten. Gibt's irgendwo? Warte mal, das sind unsere Fähigkeiten, ne? Federwirbel. X verbessern. Erlernt. Ich würde gerne die Details sehen. Verbessert, gemeistert. Ne, warte mal, den Federwirbel benutze ich doch. Das ist Phönixflug. Ja, aber was ist, wenn ich den verbessere? Drücke und mit dem Segen des Phönix die Distanz zu einem entfernten Gegner aus augenblicklich zu überbrücken. Dabei können sowohl Nahkampfangriffe als auch Messergeschütze eingesetzt werden. Ja, aber ich würde gerne wissen, wenn ich den verbessere. Gemeistert, maximale Distanz wird erhöht. Führe einen Phönix-Hieb auf den Boden aus. Kampftechnik. Ah, verstehe. Losschwingen ist eigentlich auch nicht schlecht. Wenn ich die verbessere... Trefferzahl wird erhöht, lässt sich jede Esper zuordnen. Kampftechnik, Schwingen-Kombo. Und was ist gemeistert? Wir haben 633 Fähigkeitspunkte. Feuerschwall. Das ist, wenn ich Chili gegessen habe und dann richtig rülpsen muss, da kommt auch so ein Feuerschwall raus. Entschuldigung. Manchmal muss man, ey, ich bin diese Woche verrückt, okay? Lebensflamme, beschwöre eine gewaltige Feuersäule, die alle... Oh, mir juckt's im Finger. Ich bleib da. Ich will jetzt sparen auf dieses Ding. Aber kann ich auch theoretisch...
Kann ich auch irgendwie was wechseln? Ich würde gerne mal gucken, wo ich reinsehen kann. Fertigkeit schützen. Alle Fertigkeiten zurücksetzen. Empfohlene Fertigkeit erlernen, halten. Okay, das bedeutet für ganz Blöde, die jetzt den ganzen Scheiß nicht lesen wollen, müssen wir nur L3 drücken. Lass mich mal kurz die Kamera ein bisschen umswitchen, dass ihr das auch lesen könnt. Oh, die elektrostatische Überspannung, die ich durch das Mischpult und das Mikrofon habe, gehen mir so dermaßen auf den Sack. So richtig dermaßen. Aber ich krieg's halt auch nicht raus, ne? Ich hatte da schon mal was drin gehabt. Aber das war jetzt nicht so optimal. Wenn du keinen Bock hast, deine Fernlampen aufzubauen, dann nimm einfach den dritten Monitor, den du hast, und mach da einfach ein weißes Bild rein. Und schon bist du geblendet. Das ist so meine, Kellerbräune, ne? Wenn andere Leute gehen in die Sonne, ich drehe einfach die LEDs hoch. Ich warte, ich will diese Feuersäule aufmachen. Also wenn ich einmal so eine Truhe mit dem Fuß öffne, dann aber an sich den Samba. Selbstexperiment. Tut es weh, wenn man sich den Zeh stoßt? Ja, sehr. Ist eigentlich interessant, weil laut Evolution hat der Mensch zwar immer noch den kleinen Fuß, aber in unserem Entwicklungsstadium brauchen wir den so gut wie gar nicht, aber das tut trotzdem scheiß weh, wenn du dir den anstoßt. Ein Valuta? Was macht der denn hier? Folgen wir ihm. Okay, er fragt, was macht er denn hier? Meine Frage ist eher, warum sind wir ihm begegnet? Und wie abgesprochen. Alle dort, gleich unten im Dorf. Dieser Verräter. Traue niemals einer hübschen Blondine. Vor allem nicht mit solchem Ausschnitt. Sie bringt Gehen ihn doch. Was ist mit meinem Geld? Das habe ich mir so gedacht. Der kümmert sich jetzt um ihn. Vertraut doch solchen Leuten nicht. Ja, seine Majestät schätzt die Treue als höchste aller Tugenden. Aber du hast deine Freunde für ein paar lausige Gilf verraten. Naja, lieber Schwert im Gesicht als Schwert im Arsch. Hallo. Die Perspektive war Fanservice. Warum muss hier immer so ein... Ach, die bezaubert die. Diese Frau. Die hat so wenig Charme und so wenig Grips, dass sie ihre Männer mit Magie bezaubern muss. Das kommt davon, wenn eine Frau kein Charisma hat. Dann besteht sie nur aus Arsch und Titten. Deswegen sucht euch lieber... Waffen runter, Kaiserknechte! Dementsprechend sucht euch lieber, liebe Jungs, lieber Damen, ne, mit einer guten Persönlichkeit. Wir haben einen Wolf. Gut. Bringen wir's hinter uns. Wir sind ja emanzipiert, die kriegt jeder gleich aufs Maul. Wenigstens keine Riesenechsen. Für die Herrin des Windes! Herrin des Windes. Im Wind geschwind, mein himmlisches Kind. Kleifi und Wölfchen verirrten sich im Wald. Es war so bitter dunkel und auch so bitter kalt. Da sahen sie ein Ochsen, lecker, dick und fett. Da schlachten sie das Scheißvieh und machten es zu Mett. Ah, schade, ich dachte, wir könnten die Dame jetzt verprügeln. Oh, ich hätte so Bock drauf. Und natürlich ein bisschen... Ich hab gerade meinen Hund angegriffen. Der Vater Waldförster, Ficker. Haben die da jetzt die Hexzeit von Bayonetta geklaut? Oh, das ist mies. Das darf nur die sexy Hexi.
die nur mit ihrem Haaren bekleidet ist und wesentlich mehr von Mode versteht als wir alle zusammen. Big Time Event, oh. Ah, Schwanzvergleich. Muss sein. Hinter dir. Als hübscher Charakter sind wir natürlich nicht der Typ, der den längeren Lümmel hat. Aber dafür. Ah, wir haben zwar einen kleinen Schwanz, aber dafür 4 Eier. Wir kommen nie tief rein, aber dafür 5-mal. Bam. Was war denn das überhaupt? Okay, meine Sprüche sind so schlecht. Aber ich bin auch komplett lustig im Eimer. Yes, wir haben ihn gebrochen! Als Triff auf diesen knüppelten Schwanz durch. Ich mag ihn. Wo ist der hin? Bleib hier! Fähigkeit ist ready. Jawohl! Jetzt hab ich dich. Ha, da war seiner wohl zu kurz, hä? Ha, ja, der Floor T-Set. Sie haben ja den gleichen Knopf. Dieses Spiel, was gegen viereckige Knöpfe hat? Zack, das war's. Das ist übrigens eine der wenigen Verbindungen, die Final Fantasy mit den anderen Franchises hat, weil normalerweise ist ja jedes Final Fantasy ein eigenständiges Spiel und dieses. Das ist eines der wenigen Verbindungselemente, die sich immer durch jedes. Durch jede. Serie des Titels durchzieht. Genauso wie magische Wesen, beschwörende Esper. Hat er gesagt. Schau doch mal in den Spiegel. Aber dein Schwert führst du wie ein Schild Rosarias, garniert mit einer Phönixfeder. Das ist Bro-Humor, das versteht ihr. Das versteht man nicht immer. Da fällt mir ein. Was denkst du? Hm. Ob die andere Esper des Feuers auch Segen gibt? Du glaubst mir nicht. Und er sprach, aus den Elementen sollen 8 Esper sein, dass sie walten über das eine Gesetz. Ja, aber warum gab's zwei Feuer-Esper? Nicht, dass ich den Überlieferungen aufs Wort glauben würde. Aber der Punkt ist klar. Im Mittelalter nannte man das gleiche. Über das Feuer herrscht nur ein Dominus, wie bei allen Espern. Erst wenn der stirbt, kommt der nächste. Selbst dann kann's Jahre dauern. Andererseits wirkst du nicht wie ein Lügner. Wir haben auch gut, wir haben im vorherigen Teil gesehen, wie er unseren Bruder zermürbt hat. Nur die eine Person zu finden, die uns mehr dazu sagen könnte. Unsere Mutti. Die ist im Kielbrück. Glaube ich. Ja, doch, stimmt. Stiefmutter war das ja. Ja, das war ja diese, diese hochnäsige olle Schrapnelle, ey. Auch dort. Komm, bevor es dunkel wird. Und wenn jemand die Leichen findet? Tja, dann geht er leider leer aus. Ach ja. Abschnitte wiederholen und Arcade-Modus. Ich war noch nie der Typ zum Wiederholen. Was nicht Farming ist, auch ich jetzt nicht wiederholen. Ich will die Story genießen und dafür haben wir so viele Spiele, die wir eigentlich zocken.
So, jetzt muss ich mal überlegen. Oh, weißt du was? Hier nur meine Frage. Wie hat dir eigentlich Hogwarts Legacy gefallen? Ich meine, Justin gefällt das Spiel nicht so. Bei der Yuna weiß ich nicht. An sich finde ich das Spiel schon interessant. Besser spät als nie, sage ich immer. Ah, so nah waren wir also schon. Warum hat man wohl ein Dorf dorthin gebaut? Um die Ruine? Manche nennen sie ein Luftschiff. Ein Luftschiff. Aber fliegen scheint sie nicht mehr zu wollen. Schade, was? Ja gut, aber in der Luft seid ihr auch sehr sichtbar. Glaubst du wirklich, dass wir einen Dominus in diesem Dorf finden? Mein Speer hat mich bisher noch nicht enttäuscht. Deshalb sollten wir uns beeilen. Komm. Ein Dominus. Ist doch eins auch wieder hier. Das klingt so ziemlich interessant nach Domino oder Domina. Ich schau's nicht, kein Interesse. Okay. Ich hoffe, das ist aber nicht wegen der J.K. Rowling, sondern einfach nur, weil es sich nicht interessiert. Ich meine, muss sagen, ich habe die Filme auch nur geguckt, weil sie halt irgendwie... Was ist das? Solche Pfeile habe ich schon öfter gesehen. Vielleicht sind es Wegweiser. Das da ist der Schwengel des Wandels. Nein. Ich will versuchen, fairen Humor zu machen. Ah, Schnellreisepod. Okay, das ist cool. Ich nehm's zurück. Das sind doch nicht die Schwengel des Waldes. Warum muss ich jetzt rennen? Nö, hab auch nicht die Filme gesehen. Okay. Wenigstens fair. Oh, weißt du was? Bleib. Ja, ist natürlich ein bisschen blöd hier. Ich kann also so eine Kombi machen. Übermütig oder übernö... Warte mal, das ist also das Areal. Und dahin müssen wir. Das bedeutet... ihr kennt mich. Ich bin einfach ein Typ. Ich muss alles erkunden. So, nicht alles, aber ein bisschen was. Ich will immer gerne immer den falschen Weg... Aber wir können hier durchrennen. Ja, machen wir einfach mal den Weinberg zur Sau. Können wir mal machen. Hast du eigentlich... Leute. Fandest Freund du oder Feind ist die Frage. Freund oder Feind? Ja, jetzt lass mich doch mal... Ach, Mann. Ruhig. Halt! Einen Schritt weiter! Da sind einfach nur ein paar Wachen, die wollten einfach mal zusammen pullern gehen und ein bisschen Pause gönnen. Da kommen wir und machen sie erstmal kaputt. Aber warum? Was wollen sie hier? Dann frag doch mal die Nächsten, die wir treffen. Ist jetzt nicht ganz so okay. Ich will eigentlich auch nicht die ganze Zeit hier rumbrüllen, ins Mikrofon brüllen wie so ein Esel. Warum rennen wir auf einmal schnell? Wolfshund? Nee, interessiert mich nicht. Was gibt's denn hier? Wir sind natürlich die Guten hier. Ja, das bedeutet, wir gehen erstmal überall hin und machen alles kaputt. Die Magie ein bisschen ausbauen. Wir haben mal wieder ein paar FPS drauf. Ich hasse es. Kauft euch bitte niemals einen Monitor mit über 60 Hertz, weil euer Auge gewöhnt sich so schnell dran, dass ihr nie wieder weg wollt. Und das wird teuer. Bin jetzt am Überlegen. Es gibt drei Sachen, die ich mir holen will, aber dafür kann ich mir nur jeweils eine leisten diesen Monat oder zwei.
will mir ein neues Headset holen, weil dieses Mikrofon geht mir so derbe auf den Sack. Und einen neuen 27 Zoll Monitor mit 144 Hertz. Oder ich hole mir eine neue Grafikkarte. Komplett in weiß mit schneller RGB. Die wird schweineteuer, weil die kostet... Also weißt du, das Headset selbst kostet, glaube ich, 279 Euro. Und der Monitor kriegst du ja für 130, 140. Aber sonst sehe ich auch niemanden. Aber... Es ist mir zu ruhig. Da ist was faul. Was tun wir jetzt? Suchen wir unseren Speer. Du von hier, ich gehe hinten rum. Muss ich irgendwie Licht reinmachen? Ich sehe hier nicht so in diesem scheiß Kellerloch. Sieht so blass aus. Aber bin ich gar nicht so blass. Ich habe an den Armen schon zweimal Sonnenbrand gehabt. Subtil. Subtil. Das können wir. Wir stopfen durch die Gegend und machen Proben. Ich weiß ja nicht mal, wie er aussieht. Okay, lass mich mal überlegen. Du wurdest von einem... Hä? Du hast einen Speer in einem Dorf. Irgendjemand muss hier doch sein. Oder? Wartest auf einen Speer, weiß aber nicht, wie er aussieht. Er hat dir aber Informationen zukommen lassen. Pass auf, das ist jetzt bestimmt irgend so ein Fisch, der guckt dich an. Ja, das ist Sid, okay. Hast du irgendwas zu sagen, Sid? Hier suche ich. Wenn wir uns aufteilen, finden wir ihn schneller. Lass mich raten, ich werde ihn finden. Plot Twist, er denkt, wir sind nicht Sid, gehören nicht zu ihm. Wir prügeln uns, legen ihn um und kriegen die Information, ich muss den ganzen Scheiß selbst machen. Und wenn ich recht habe, will ich verdammt sein. Ich will nicht... Das klingt wie ein Kind. Hier weiß man nie so ganz genau, ob das stimmt. Hallo, kleiner Junge, wo bist du? Ich habe ein Schwert im Po. Nein. Keine Sorge, ich gehöre nicht zu denen. Mein Freund und ich, wir sind kaiserliche Soldaten und wollen helfen. Weißt du, wo deine Eltern sind? Ich habe sie gegessen. Sie war so lecker. In der Kirche. Liegen senkrecht auf dem Altar. Dann werde ich sie finden und dafür sorgen, dass sie in Sicherheit sind. Entschuldigung. Du bleibst hier in deinem Versteck, ja? Dann auf zur Kirche. Geh doch da nicht alleine hin. Diese kleinen... Die hat dich angelogen. Oder? Ah ne, da geht's runter. Genau, das Erste, was wir machen, wenn wir eine Kirche betreten, wir gehen in die Krypta. Der Mann verreckt hier. Wir brauchen einen Heiler. Maul halten da drin. Da! Du bist spät. Wir retten dem Arsch das Leben. Hey, du bist spät. Sei doch nicht so anmaßend in deiner Artikulation, mein Freund. Komm gerade hierher und hol dich hier raus. Alter, wenn er schon Blitz aus seinem Arm zischt. Vollidiot. Dachte, du kommst nicht mehr. Du lebst ja noch, Gav. Gerade so. Hab mich um die Leute hier gekümmert. Guter Mann. Du hast tatsächlich geschrien. Alles gut, er gehört zu mir. Sind das alle? Nein, es waren noch mehr. Die Valuta haben vorhin einige der Träger hier rausgeschafft. War ein Dominus dabei. Kann sein. Ihm stand's nicht auf der Stirn geschrieben. Die Dominus haben ihr Erkennungszeichen am Hintern. Da ist nämlich so ein Muttermal im Sinne eines Tattoos. Okay, ich höre auf, euch das Spiel zu versauen. Dreimal darfst du raten, wo der hin will. Aufs Klo. Clive, ihm nach. Nee.
Ich persönlich finde es ja immer so ein bisschen komisch, dass sie immer so schwere Rüstung hat. Außer die Damen, ne? Die machen es richtig. Also ich würde auch eher auf leichte Lederrüstung plädieren und eher dazu, mich eher auf Ausweichen und Agilität fokussieren. Wir haben doch einen Hund dabei, der ist doch tausendmal schneller als so ein Mensch. Neues von den Spähern. Noch nicht, Milady. Doch wir haben seine Begleiterin. Also wird der Dominus sich früher oder später zeigen. Begleiterin? Sehr gut. Und die Träger? Sie sind bereits auf dem Weg nach Carnorvent. Vielleicht brauchen wir sie noch, falls uns der Dominus entwischt. Alles unter Kontrolle. Sie werden nicht zu Schaden kommen. Ihr habt mein Wort. Ja. Hat sie ohne die Rechnung von mir gemacht. Zum Wohl. Stoßen wir an. Auf zu lachen, du Arsch. Trinken wir auf die Herren des Winds und den König. Oh, den Fussel trinkt man hier? Tja, das erklärt zumindest ihren faulen Atem. Lady Benedicta! Ist bestimmt selbst gebraut in der eigenen Arschritze. Benedicta! Oh wei. Und statt sie umzubringen, führst du die Ratten direkt zu uns? Gnade! Komm zurück, Jonah! Diese Truppenführerin ist widerlich. Na, wen haben wir denn hier? Ein kaiserlicher Träger. Gut, hatte schon Langeweile. Aus Langeweile bringt man die eigenen Leute um und dann heult man rum, wenn man alleine ist. Die Windtussi. Oh. Das war ein mega Wupsen. Verstohlene Quietscher. Wupsen die Hand und dann schickst du es einfach rum. Dann explodiert es wieder. Wäre ziemlich cool. Ich würde damit ultra viel Scheiße bauen. Können wir der Alten jetzt mal den Hintern versohlen? Können wir das machen? Fuck. Woher? Tanz, Shirada! Was ist das denn? Eins ist jedenfalls sicher. Schuldet mir eine Erklärung. Du weißt, was du tust. Zeig sie ihm, Rosa. Los! Da, Rosa! Du weißt, was du tust. Ich meine, wir können selbst Feuer schießen. Aua. Du weißt, was du tust. Fass, Torga! Los! Du weißt, was du tust. Gerade meinen Hund angegriffen. Flatterfotze. Schieb dir die Feder in den Arsch. Er hat theoretisch das Donnerelement. Damit könnte er doch den Vogel vom Himmel holen. Au. Jetzt haben wir sie gebrochen. Wir haben hier den Körper gebrochen und als nächstes brechen wir ihr den Geist. Einfach drauf. Gar nicht erst nachfragen. Ruf auf die Mannsbein. Ich dachte schon, ich wäre gestorben. Erfahrung 5. Warum 15? Ah, wir kriegen 30. Verstehe. 30 Skillpunkte, okay. Wenn wir jetzt 845 haben, dann bräuchten wir theoretisch, um knapp 1000 noch was zu bekommen für den Skill, den ich haben will. Ach, mindestens 4 Level. 5. Gar nicht mal so schlecht für einen Träger. Komm runter und kämpf selbst, du Eule.
Clive! Was für eine Überraschung. Die Drecksarbeit überlässt du immer noch deinen Schützlingen. Du hast dich damals nicht beschwert, Benedikta. Sieh mal seine Untergebene. Sag, Sidolphus, sei ehrlich. Warum hast du dein Königreich verraten? Das war eine Frage, Herr Kommandant. Mir war langweilig. Ich hatte einfach genug von dir und deinem König. Hast du so einen Korb von ihr gekriegt? Was willst du denn hier? Das sind meine Träger. Was hast du vor? Das geht dich doch nichts an. Na, ein paar SM-Spiele mit Stahl passt schon. Wir haben den Dominus gefasst! Ach, nie hat man seine Ruhe. Es war doch die Tussi, die mit diesem Großen da rumgemacht hat, ganz am Anfang. Und jetzt haben wir herausgefunden, dass der Sid, der uns geholfen hat und die Sklaven befreit, eigentlich mal ein Kommandant der kaiserlichen Armee war und somit ihr Vorgesetzter. Und weg ist sie. Interessant. Der sollte ihr doch nicht hinterherlaufen. Hat sie gesagt, wo sie hin will? Nein. Dann zurück nach Kielbrück. Vielleicht weiß dort jemand mehr. Wir können sie doch nicht... Überlassen wir das unserem Gaff. Unserem Gaff. Der Kerl hat einen Riecher für sowas. Glaub mir. Der kann meinen Pups gegen den Wind riechen. So, ich hoffe, ihr habt Zeit mitgebracht. Ich werde heute viel zocken. Ich brauch's einfach. Obwohl, heute nicht, aber... Ah, so viel zu tun und so wenig Bock. Der wird da, glaube ich, eher sterben. Also, möglich. Es ging nicht um die Träger, ja? Sie wollten einen Dominus? Richtig, ja. Sie dachten, wir verstecken ihn. Wer holt sich denn freiwillig so ein Monster ins eigene Haus? Nicht für ungut. Als niemand geredet hat, haben sie die Träger zusammengetrieben. Und die anderen dann auch gleich alle. Ganz schön rohe Gesellen. Haben sich wohl erhofft, dass jemand von euch auspackt. Wisst ihr, es wäre nicht so weit gekommen, wenn ihr meiner Einladung gefolgt wärt. Ja, da hast du wohl recht, aber wir haben leider keine Wahl. Unsere Heimat ist hier. Das heißt nicht, dass wir dir nicht helfen. Und darauf trinke ich ein. Der benutzt also seine Führungsqualität, um eine Position jetzt aufzubauen. Die Kund von Prinz Dion ins Land. Hat Dutzende Drachen gezähmt und gebannt. Jahrhunderte Scharen führt er an der Hand. Und tausende Feinde sind rasch übermannt. Oh, ich wäre so ein guter Amateurbade. Hör zu, Clive. Rache wird ihn nicht zurückbringen. Niemals. 13 Jahre sind das. Ein Feuerdominus hat meinen Bruder vor mir ermordet. Und ich konnte nichts tun. Aber jetzt kann ich es. Ich kann den Schuldigen dafür umbringen. Und mein Bruder in Frieden ruhen. Und danach ist mir alles egal. Schicksal. Du willst dich deinem also fügen. Okay. Währenddessen. Die große kaiserliche Armee zeigt uns ihr wahres Gesicht.
Aber Kehr ist doch bestimmt auch irgend so ein Urbegriff aus dem Nordischen, meine ich. Ich bin mir nicht ganz sicher, weil es gibt ja auch bei Witcher 3 zum Beispiel Kaer Morhen und so weiter und so fort. Das sind irgendwelche Festungsanlagen. Bahamut mag hunderte Heerscharen führen. Doch verteidigt er vielleicht ein Kartenhaus, das beim kleinsten Windstoß in sich zusammenfällt? Willst du mir sagen, warum du dich nicht wehrst? Du besitzt die Kraft, Götter zu bezwingen. Deine Flammen haben den Phönix vernichtet. Doch du kämpfst nicht. Du fliehst nicht. Du leugnest deine Gabe. Vielleicht bist du abgelenkt. Mein Angebot steht noch. Schließ dich uns an und du erhältst den Respekt, der unsereins zusteht. Diese Ure. Lord Margrace, nicht! Ich gebe dir etwas Zeit zu überlegen. Das ist dumm. Blut an den Klingen lässt sie doch raus. Sei nett zu ihnen, ja? Ich will dir so ins Gesicht treten. Ich will der verdammten blonden Nutte so ins Gesicht treten gerade. Das glaubst du nicht. Ich will dir so derbe in den Arsch treten, dass sie Fußnägel kotzt. Clive. Wach auf. Gaff ist da. Ja, was macht man denn mit so einer Nutte? So einer blöden, eingebildeten Blatterfotze. Offensichtlich nicht fest genug für die Valuta. Sie haben die Träger dort eingelocht. Kein Zweifel. Benedicta wird mit einer kleinen Gruppe gereist sein, um unbemerkt zu bleiben. Das heißt, die Gefangenen wird sie an kurz alleine halten. Wie auch den Dominus. Ja, wir beide suchen uns einen Weg rein. Und drin spüren wir sie auf. Und was mache ich? Sitzt Snake Gute und sieht Frage, gut aus. Gaff. Du wartest vor dem Kehr und siehst zu, dass die Träger wegkommen. Oh, wie okay. Langweilig. Kann er das nicht machen? Clive hat nicht einen Riecher. Im Dunkeln stolpert er doch eine Klippe runter. Komm schon, Gaff. Du bist der Mann dafür. Du bist halt ein Laufbursche. Wenn du es so sagst. Dann gehe ich am besten schon mal vor und sehe mich gut um. Wehe, du lässt ihn hängen. Schon klar. Was will der Gaff machen? Geht's los? Nicht so schnell. Wir warten bis morgen. Aber warum denn das? Wenn wir jetzt schon gehen, kommen wir genau an, wenn's dämmert. Willst du mit den Wachen dort frühstücken? Klar, warum nicht? Denk nach, Clive. Die sind noch nicht lange da. Wir müssen nichts überstürzen. Das ist unsere einzige Chance. Die wollen wir nicht vertun. Oder? Als Kommandant hat er so ein paar strategische Interessenten. Also, ich würde sagen, macht Sinn. Nichts zu überstürzen. Obwohl ich dem Clive... ich weiß noch nicht, was ich halten soll, aber jetzt kommt wieder so ein Ausrüstungsabschnitt. Im Schatten der Nacht klettern wir durch den Schacht. Wer hätte es gedacht? Glühende Amboss, Karons Bütchen. Jetzt, wo das geklärt ist, will ich dir jemand vorstellen. Um die Zeit? Ihm gehört die Taverne. Wenn er gute Laune hat, lässt er uns über Nacht bleiben. So, wo finde ich einen Amboss? Ein Freund von Quinten ist doch mein Freund. Langschwert. Ausrüstung vergleichen. So, Langschwert, Breitschwert. Wir kriegen da zwar 5 Damage weniger,
Aber das Langschwert ist noch ungeupgradet. Das andere ist schon auf plus 2. So, bitte. Wolfsschärpe, Eisengurt, Wolfsschärpe. Ja, Ach, ja. Bist du zufrieden? Ich habe so das Gefühl, das ist immer der Fall. So, bitte. Wir haben noch 2400 Meteoritengestein. Brauchen wir jetzt nicht zwingend. 40.000. Bist du deppert? Heiltrank. Passend, sehr gut. So. Kämpf weiter für gut. Die Sache. Das ist schön. Ich würde jetzt gerne erstmal gucken, wo ich noch einen Amboss finde. Kann ich nicht zoomen? Laden. Ja, wir sind guter Junge. Aber wir können mit dem Hund spielen. Oh, das ist schön. Finde ich super. Ja. Ich weiß, dass das Ding in der Nähe ist. Ich will zu einem fucking Amboss. Ja, komm, ist egal. Amboss ist meistens dort. Jawohl, das könnte in der Nähe vom Wasser sein, weil durch Schmieden musst du ja auch sowas wie, wie heißt's? Etwas abkühlen. Quentin, mein Bester. Wir würden gern bei dir übernachten. Das dachte ich mir. Wo hast du den gefunden? Den hier? Die Geschichte glaubst du mir eh nicht. Quentin hier ist ein alter Freund und steht im Grunde auf unserer Seite. Ach wirklich? Im Grunde? Also weiß er auch von eurem Versteck. Wer hätte gedacht, dass es so viele gibt, die Trägern helfen wollen? Soweit ich weiß, landet man für sowas schnell auf dem Schafott. Der Gefahr bin ich mir bewusst. Doch sie zahlt sich für mich aus. Und was könnte sich mehr lohnen als ein eigener Dominus des Feuers? Ein Dominus? Nein, einen Dominus habe ich hier noch nie gesehen. Natürlich auch nicht finden. Nein, aber in Kielbrück bleibt nichts verborgen. Nicht einmal ein kleines Brandmal. So etwas bemerkt man hier sofort. Und wie ein herumschnüffelnder Träger behandelt wird, kannst du dir sicher selbst denken. Dein Blick verrät, dass du fürchtest, auf taube Ohren zu stoßen. Wie so oft, seit dem Tag, an dem du gebrandmarkt wurdest. Weißt du ja so viel? Kopf hoch. Ich habe nämlich eine Lösung für dein Problem. Kleiner Freundschaftsdienst für Sid. Für dich. Du wirst erstaunt sein, wie schnell du die Leute damit zum Reden bringst. Siegel erhalten. Du musst den Gehängten. Mögen die Mütter dich segnen. Okay. Dann segne mich mit dem mächtigen Uterus, auch wenn Mütter. Wir jetzt an Breck sind, hier in Kielbrück, ist sein Wort Gesetz. Also schön. Und wieso? Das willst du erstmal nicht wissen. Glaub mir, jeder Mensch in Kielbrück weiß, was das Siegel bedeutet. Und was passiert, wenn man nicht spurt. Oha. Wir können hier sitzen und Däumchen drehen oder mit deinem neuen Geschenk den Dominus finden. Denk nach. Ich denke nicht. Ihr habt's aufgegeben. Ist einfacher. Zeig mir mein Ziel und ich vernichte es. Mal sehen, ob das Siegel wirklich was bringt. So, wir gehen jetzt erstmal hier zur Wäscherei. Dort können wir der Waschlady beim Baden zugucken.
ist natürlich so ein alter Knacker. Ah, ist ein Holzfäller, ups. Oh, hat Quinten dich etwa unter die Fittiche genommen? Und ich dachte, du wärst Sids neuer Schützling. Quasi Gavs Nachfolger. Da fällt mir ein, wenn du ihn siehst, dann dank ihm bitte von uns allen. Und? Wie kann ich dir helfen? Ich suche nach einem Dominus des Feuers. Gav denkt, er könnte hier untergetaucht sein. Bei uns kommen eine Menge Träger an. Aber an einen mit Feuerkräften erinnere ich mich, ja. Ob das ein Dominus war oder nicht, das weiß ich nicht. Würde aber erklären, warum die Valuta hinter ihm her waren. Ich habe keine Ahnung, wer die Valuta sind. Ich habe ihn nicht gesehen. Einer der anderen Träger vielleicht schon. Danke. Träger, was tragt ihr denn? Die Bürde der Last. Die Bürde der Verantwortung ist schwer zu schultern. Oh, hallo, was könnte der Ladies. Was könnte der König von Valut von unserem kleinen Dorf wollen? Die werden doch in Ashra sicherlich genug eigene Träger haben, oder okay, nicht? Okay, die alte Frau ist mir zu alt. Die hört sich ja schon an wie eine Gewitterhexe. Knuspa, knuspa, Knäuschen. So hört sich bestimmt auch die Juna an. Meine Güte. Alles verstrahlt. Ich könnte hier auch einen Kristall gebrauchen. Hier ist's finster wie in Odins Arsch. Woher weißt du, wie finster es ist in Odin? Woher weißt du, wie es in Odins Arsch aussieht, alte Frau? Ich will es gar nicht wissen. Ich will es wirklich nicht wissen. Ich könnte ja... Odins Arsch. Hier ist es finster wie in Odins Arsch. Oh Mann. Ja, mich kann man wirklich mit ganz einfachen Mitteln zum Lachen bringen, weil mein Sinn für Humor einfach der simpelste ist. Sie war so der Wesslinggriff. Der klassische Wurstgurgler. Quinten hat uns gebeten, das Chaos zu beseitigen, das die Valuta in unserem Dorf hinterlassen haben. Aber ich fürchte, selbst wenn wir die Nacht durcharbeiten, den Mund voll und den Finger an der... Nein, nein, nein. Ich habe nichts gesagt. Ich habe nichts gesagt. Ich werde auch nichts sagen. Ich bin ganz still. Nein, Gehirn. Aus. Aus. Oh, jetzt habe ich Bilder im Kopf, wie die alte... Nein. Ich will doch nur zum Schmied. Nicht passierbar. Tor der Feller. Der Weiden... Weintunnel. Tor der Winzer. Kickbrück. Sehe ich da etwa einen Gehängten? Quinten muss dich für was Besonderes halten. Aber du hast ja auch schon geholfen. Und diese Mistkerle erledigt. Wenn ihr nicht gekommen wärt, wäre ich jetzt unterwegs nach Ashra. Wie die anderen. Die armen Schweine. Was müssen die machen? Bei den anderen war da ein Dominus dabei. Ein Dominus des Feuers. Einer von ihnen, ja. Zumindest haben das die Valuta geglaubt. War ein ziemlich schmächtiger Kerl, sah mit seiner langen Robe fast aus wie ein grigorischer Mönch. Weißt du sonst noch irgendwas über ihn? Nur, dass er nicht alleine war. Eine junge Frau folgte ihm wie sein Schatten. Auch in der Kirche. Aber die Valuta haben die beiden weggebracht, bevor ihr gekommen seid. Verstehe. Danke. Die war sehr gesprächig. Ich will doch einfach nur gucken, ob ich hier noch irgendwo so einen scheiß beschissenen Schmied finde. Hier beim Status. Kann ich das wechseln? Nach Einbruch der Nacht über uns herzufallen. Das sollen diese Feiglinge mal bei Tageslicht versuchen. Ja, genau, alte Frau. Bei Tageslicht tust du die mit deinem Schlappen und deinem Stiefel wahrscheinlich aus dem Haus verscheuchen. Das traue ich dir sofort zu. Das macht sie wahrscheinlich mit ihrer krätzenden Stimme. Hilf doch eine alten Frau.
Und dann, wenn du an sie glaubst, bam, Dolch im Arsch. Ich laufe jetzt im Kreis, ich laufe jetzt im Kreis. Da laber ich viel Scheiß, und laber nur noch Scheiß. Hier geht's aber ganz schön nach oben. Ich würde aus Prinzip hier eine Wurst runterliegen lassen. Einfach im Arsch übers Geländer mal runtergeschissen. Einfach mal gucken, was passiert. Wäre zwar kindisch und leicht eklig, aber lustig. Aber zum Glück kann ich runterspringen. Gibt's eigentlich Fallschaden? Ey, der Typ, der kann, weißt du, der kann gleiten, kämpfen, fighten, aber beim Springen... Nee. Gibt's andere, die es besser können? Sagen wir es mal ehrlich. Wie bist du jetzt hier runtergekommen, Hund? Habe ich jetzt hier wirklich nur diesen gammeligen Händler? Du bist der, der Mama gerettet hat. Danke. Klar, kein Problem. Mach ich auch gerne, Mädel. Kannst du mal sehen, selbst hier sagen die Kinder wenigstens noch Danke. Warte mal, wo muss ich denn? Ich will doch nur zu einem fucking Schmied. Nee. Gut, dann nicht. Kann ich auch irgendwie manuell rennen? Nee, ne? Kann ich nicht. Bei dem düsteren Blick ahne ich nichts Gutes. Der guckt immer so. Immer so kurz vorm Kacken. So. Da kommt dann so die Sprengsprühwurst richtig schön gut raus. Ein dubioser Mann in der Robe und seine mysteriöse Begleiterin. Viel ist das nicht. Doch. Doch. Ich habe nachgedacht. Wenn das wirklich ein Dominus ist, warum fackelt er die Valuta dann nicht ab? Er hält seine Kräfte zurück. Und ich denke, das ist wegen seiner Begleiterin. Wie kommst du denn darauf? Ein Dorfbewohner meinte, die beiden seien getrennt worden. Wenn die Valuta die Frau haben, wird der Dominus nichts tun, was sie in Gefahr bringen könnte. Wer er auch ist, er handelt mit Sinn und Verstand. Noch dazu achtsam. Er will nicht gefunden werden. Könnte Ärger bedeuten. Für uns und die Valuta. Aber übermüdet und auf leeren Magen lässt sich Ärger noch schwerer verdauen. Auf uns warten sicher schon zwei kuschelige Betten. Gehen wir. Mit was gefüllt? Daunen? Ich sehe keine Enten. So, sprich mit Quinten. Aber ich will doch nur zu einem fucking Schmied. Na gut, die haben keine Waffen, ne? Wo sind die Betten? Betten? Du hast lediglich davon gesprochen, bei mir übernachten zu wollen. Dafür sind die Holzdielen sicher weich genug. Weich als ein nasser Felsbrocken, Herr. Vielen Dank, Quinten. Für deinen nächsten Besuch bei uns poliere ich schon mal den Boden. Den Dank kannst du dir sparen. Ich mache das nicht aus Nächstenliebe. Was du nicht sagst. Im Gegenzug für meine Hilfe werdet ihr mir etwas zur Hand gehen. Ich bin nicht. Als die Valuta das Dorf besetzt haben, haben sie die Straße im Süden mit einer Barrikade versperrt und bei ihrem Abzug stehen gelassen. Vor eurer Weiterreise ist sie weg, klar? Zu Befehl. Gibt's aber wenigstens ordentliche Betten, Arschloch. Ich meine, er hat uns ein bisschen geholfen, aber ziemlich überheblich. Aber andere Zeiten, andere Sitten. Hat länger gedauert als erwartet. War wohl deine erste Barrikade, was? Nimm doch einfach eine Frage der Übung, keine Sorge. Sicher. Was? Ich hab Wenn wir jetzt aufbrechen, sind wir bei Dämmerung am Kehr. Oder willst du lieber warten? Genug gewartet. Also nach Süden. Es sei denn... Ich kenne noch eine Abkürzung. Hättest du gern, hä? Fuck. Warte mal, kann ich eigentlich zur Karte? Und jetzt würde ich gerne die Weltkarte öffnen. Ja. Und dann will ich jetzt nochmal zurück zum Versteck.
Da gibt's nämlich einen Schmied. Ich will meine Sachen verbessern. Ich will nicht mit einem schlechteren Schwert rumlaufen, weil ich weiß, es ist theoretisch besser. Aber weil ich es nicht verstecken kann, ist... Nee. Na, wen haben wir denn da? Sag doch gleich, dass du was kaufen willst. Ist ja gut, meine Güte. Eisengurt, Wolfsschärpe. Ah, das fällt wieder dem Träger zumindest in etwas Schutz vor Wärme. Ich dachte, die hat irgendwas Fertig. Neues. Ein ziemlich unfreundliches Wrack. Hauptquest-Journal. Informationen über den Fortschritt in der Geschichte. Ja, es interessiert mich eigentlich nicht. Gegenstände. Und dann können auch nicht ausgerüstete Gegenstände im Inventar eingesehen werden. Schlüsselstelle sicher, pipapo. Nicht, Notenrolle. Der Gehängte. Status Ausrüstung. So, gehen wir mal hier hin. Siehst du nicht, dass ich beschäftigt bin? Und was darf sein? Ich würde gerne meinen Lang... 105. Nicht schlecht, wenn ich das so sagen darf. Ah, mir fehlt Verit. Wolfsschärpe? Sollte eine Weile halten. Des Reisenden. Ah, das war natürlich geil. Hier eine Reißzähne. Ich bin doch so ein Depp. Ja, schon besser. Wolfsschärpe plus 1, dafür fehlt mir blutige Haut. Man kann ich nicht meine eigene Haut so ein bisschen abkratzen? Noch ich schon Reißzahn. Muss ich mal gucken. Langschwert plus 2, Breitschwert. Ja, das ist ganz gut. Eisengurt. Gibt gut Verteidigung. Die geben sich beide nicht viel. Okay. So, hierhin müssen wir, ne? Wunderbar. So. Eieiei. So, jetzt will ich aber nochmal ganz kurz auf Toilette. Ich hab nämlich... Cola war voll. Die ist jetzt gleich leer. Ich habe heute viel zu viel Cola getrunken. Ich habe auf der Arbeit schon hier kleine Flaschen getrunken. Es ist nicht gut.
So, da bin ich wieder. Entschuldigt. Aber manchmal, wenn die wenn die menschlichen Bedürfnisse rufen, ne? Besser als zu wenig trinken. Das kann ich auch morgen. Auch wenn es das Falsche ist. So, eigentlich, warte mal, ist die Hino noch da? Ja, die ist noch nicht auf. So, eigentlich damals auch, als wir angezockt haben, Story of Seasons mitbekommen, Hino. Ich war mir da nicht so ganz sicher. Komm zurück, mein Schatz. Noch eine Nacht ohne dich ertrage ich nicht. Oh nein. Die ist wohl ein wenig einsam, die Dame. Die Straße führt über Lubert's Forstweg geradewegs nach Kernovon. Das neue nicht, ne? Story of Seasons, A Wonderful Life. Die Valuta werden sicher rings um Wachposten aufgestellt haben. Das war letztes Mal nicht mit dabei. Wir werden auf jeden Fall heute noch weiterspielen. Ich zumindest. Tja, du musst es wissen. Sie braucht ihren starken Mann natürlich nur wegen der Einsamkeit. Obwohl, ich muss sagen, beim Mittelalter kann ich mir das wirklich gut vorstellen. Ich meine, Hygiene war da noch nicht so. Ich könnte mir nichts anderes vorstellen, außer... Ich könnte mir nichts Besseres vorstellen als Oralsex im Mittelalter, kurz bevor das Klopapier erfunden wurde. Und die Leute sich noch nicht regelmäßig gewaschen haben. Hat man früher relativ einfach gemacht. Man hat einfach die Bröckchen liegen lassen und wenn sie trocken genug waren, hat man sich die Sachen einfach vom Arsch, von den Arschern abgeschüttelt. Warum eine Feste erobern, die sie nicht halten können? Sie wollen sie gar nicht halten. Der König führt was im Schilde. Der König? Trägt auf jeden Fall seine Handschrift. Und er hat sogar seine besten Leute hergeschickt. Da steckt noch etwas dahinter. Da sind sie ja! Genau wie du in den Loks gesagt. Lass sie nehmen! Du weißt, was zu tun ist. Versucht. Ja, also ich finde diesen Namen halt echt komisch. Obwohl Benedikta ist eigentlich auch eher so ein deutsch-christlicher Name. Und Final Fantasy kommt ja aus Japan. Also sind ja Japaner, die das entwickelt haben. Wäre auch schon ohne die Valuta Ehrfurcht gebietend. Mir egal, dort ist der Dominus. Egal. Egal. Du kleines Kind. Schnapp sie dir! Los! Hier drüben! Fast Torgal! Schnapp sie dir! Fast Torgal! Du weißt, was zu tun ist! Fast Torgal! Schnapp sie dir! Schnapp sie dir! Du weißt, was zu tun ist. Da, los! Fast Torgal! Schnapp sie dir! Ich muss meine Skills, glaube ich, leveln, dass ich halt mehr Damage mache. Ich wollte ja eigentlich die Fähigkeit lernen, ne? Lebensflamme. Kann aber nichts. Doch, kann ich. Perfektes Ausweichen. Satz angreifen. X und A. Vergessen. X und Dreieck.
Okay, in der Luft, um einen rechten Hieb nach unten auszuführen. Ja, was haben wir hier? Provozieren. Schnelle Fassung. Trampler. Magieladung. Ich bleib dabei, dass ich gerne die Verbesserung dann für die neue Fähigkeit halten wollen würde. Sieht so ein bisschen aus wie die Brücke bei Hogwarts Legacy. Ich bin ja eigentlich mehr der Mann fürs Grobe. Aber ich fürchte, dieses Vorhaben verlangt Finesse. Die Kanalisation mündet in den Fluss. Unter der Brücke kommen wir in die Festung. Durch Scheiße kriechen. Sid. Du weißt, warum ich hier bin. Aber was ist mit dir? Du riskierst dein Leben für eine Handvoll Träger. Wenn die falschen Leute ihr Eigentum bedroht sehen. Du hast's noch nicht kapiert. Mir geht's nicht nur um Domini und Träger, sondern um alle. Was ich will, ist, dass nicht mehr zählt, was du bist, sondern wer. Also ein Statement. Ganz toll. Aber unsere Welt ist noch nicht bereit dafür. Was ist? Und bis sie das ist, muss ich den Leuten zeigen, dass die Hoffnung zuletzt stirbt. Ja, okay. Nobles Ziel. Ja gut, mit dem Ritter verließ sie... Da sieht man auch nicht viel. Aller Liebe. Aber so kann man sich Gesichteranimationen sparen. Sag, diese Benedikta, du kennst sie? Die hat mir mal einen geblasen. Das ist eine sehr lange Geschichte. Ich glaube, da lag ich gar nicht mal so weit falsch mit meinem Witz. Unterschätz sie nicht, Clive. Einem Kampf mit ihrer Espa wollen wir aus dem Weg gehen. Garuda, Herrin des Winds. Die haben wir doch schon mal platt gemacht. Clive. Ihre Espa. Düt, 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 düt. Gut, wir könnten natürlich jetzt auch die anderen Sachen abfarmen. Ich nehme an, wenn wir jetzt Reißzähne brauchen, müssen nicht Wölfe grasen. Das würde dann daraus bedeuten, dass es ein Farming-Spiel wird, was aber dann das Spiel wieder in die Länge zieht. Da ist sie wieder, die zickige Flatterfotze mit Stacheldraht in der Mumu. Warum guckst du jetzt so fragend in den Himmel mit dem Phönixorden? Talan ist gefallen. Hier natürlich wieder was für die Ladies. Die Gebiete gehören damit den Orks. Meine Truppen sind marschbereit. Nicht nötig. Und die Minen? Ohne Adamantit war... Die Fäule hat die Minen schon fast verschlungen. Zudem hast du bereits Befehle. Ja, mein Herr. Die nennt ihn mein Herr. Unsere Quelle des Lebens versiegt. Und so fällt die Welt jeden Tag tiefer in Dunkelheit. Die Ränder zerfallen. Und das Volk strömt zu den Mutterkristallen, um ihren Segen zu erbitten. Der Krieg, der um diesen Segen gefochten wird, er zerstört uns von innen und führt uns auf den Weg der Vernichtung. Sie hat gar nicht mal so... Also tut ihr, was ihr müsst. Ich vereine die Domini, damit die Feuer des Krieges erlöschen und die Knospen einer neuen Ordnung aus der Asche keimen. Die Welt muss erneuert werden. Und zwar durch meine Hand. Ohne Sidolfus' Verrat wäre es euch schon gelungen. Wieder er.
Verlangt es dir immer noch nach ihm? Nein. Ich hab echt recht gehabt. Mein Herr. Ich will euch. Nur euch allein. Erinnerst du dich an deine erste Ankunft hier im Schloss? Boah. Das Ding steckte schon fast drin. In der seinen, fest an dich gedrückt. Das ist schon sehr lange her. Ein sehr eifersüchtiger Sack. Eure ist die einzige Hand, die ich brauche. Auf alle Zeit. Warum tust du den dann nicht? Aber bald, mein Herz. Bald weiß die ganze Welt, wessen Hand sie vor dem tiefen Fall in die Dunkelheit auffangen wird. Ich gehöre euch. Lasst mich nie los. Ich finde das sehr komisch, wenn man sich irgendwie dann körperlich nahe kommt und dann doch sehr förmlich redet. Ich hinterfrag's nicht. Keine Meldung von einem der Wachposten, Milady. Euer Befehl? Zieh die Männer hinter die Mauern, Gerolf. Also ist er hier. Wir locken Sid und seinen Schützling in die Kapelle. Ich werde sie dort empfangen. Jetzt tauchst du hier also auf. Ich hatte Schlimmes befürchtet bei dieser Szene. Das sag ich ganz ehrlich. Ich hatte gedacht, wir kriegen noch ein bisschen Action zu sehen. Der Streamer jubelt, der Gamer ist enttäuscht. Gegenwind. Ja, niemals gegen den Wind pinkeln. Das ist ja ein nützlicher Trick. Musst du mir mal irgendwann beibringen. Du musst einfach nur einen ganz hochkonzentrierten Furz anzünden. Ich habe mich hier übrigens an die empfohlene Bildschirmeinstellung gehalten. Wir können ja theoretisch nur... Ich hab mir erwischt werden. Wir im Verlies. Wäre zumindest naheliegend. Klingt gut. Solange wir nicht selbst hinter Gittern landen. Hier. Die Zellen sind leer. Und? Willst du jetzt aufgeben? Ja, ich gehe wieder zurück durch die Scheiß kriechen. Jetzt werden wir mit zwei Mann. Ich bitte darum. Tust du nur so, als ob du hebst? Klar, so mach, den Rest mach ich mit einem Sack. Los, geh durch, Clive. Sie haben es wenigstens halbwegs leise. Wenn sie es jetzt fallen gelassen hätten, ja, wird das auch irgendwas spüren. Liegt bestimmt nur das Geld von den Gefangenen. Hast du das gehört? Ja, gleich da wieder, müssen wir durch. Gibt doch gleich wieder Kohle. Gibt doch gleich wieder Ärger. Sid, der Verräter, ist vielleicht schon im Kehr. Findet und tötet ihn! Also wenn das keiner gehört hat, dann
ist die Blonde mit dem König immer noch so laut zugange, dass sie alle Ohrenstöpsel haben. Ups. Cutscene, Cutscene. Die Tür führt nur zu mehr Valutern. Suchen wir eine andere. Gibt nur zwei. Das macht die Suche einfacher. Ein Fenster tut's auch. Einfach mal runterspringen. So ein Angeber. Aber das kriegst du nicht hin, alter Mann. Hast du auch hingekriegt. Nun, die Kaiserlichen hätten wir gefunden. Ah, Kompendium. Zidolfus Teleron, der Domini des Feuers, königliche Speer Valutz. Und Benedicta. Zumindest was von ihnen übrig ist. Das sieht natürlich keiner. Ich will ja jetzt nicht runter. Ich wollte eigentlich eher gucken, ob ich irgendwo noch anders da lang kann. Mist. Sie sind überall. Machen, ne? So, das hat mir jetzt ein bisschen Heilung gegeben. Den asiatischen Minister für Gesundheitswesen, den Dr. Heilung. Oh mein Gott, hab ich diesen Spruch schon. Willkommen zurück, Herr Kommandant. Oh, ich bleib nicht lang. Nicht zu nah, Torgal! Du weißt, was zu gut ist! Oh, der hat gesessen. Warum kann er... Jawohl, auf die Schnauze, du Lümmeltüte auf zwei Beinen. Und klopp mir jetzt weich wie ein gutes Kotelett. Money, 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 honey, give me your money. Du hast nie halbe Sachen gemacht, oder, Benedicta? Was? Die Festung wurde geradezu überrollt. Gunst des Feuers. Ein neuer Ausrüstungsgegenstand. So, gäbe es einen Ring, der unbeholfen Hieb und Stöße einen unerfahrenen Schwertkämpfer Tanzbeziehungen. Warum nicht je, warum nicht jeder Kämpfer einen solchen besitzt? Ring der zeitigen Heilung. Verwendet bei Unterschreitung eines bestimmten automatischen Heilungstrank. Ja, das macht eigentlich Sinn. Weicht
automatisch aus, solange der Ring angelegt ist. Okay, das ist schon echt easy Mod, aber... eigentlich bis jetzt ganz gut. Ich glaube, der Feuerring würde mir meine Magie ein bisschen verstärken. Auch ich persönlich jetzt nicht. Alarm! Immer dieses Gerenne! Hinterher! Bleibt stehen, ihr Lümmel! Dieser Halunken. Gut geschützt. Wenn sich ein Gegner verteidigt, bringt es nicht viel, ihn von vorne anzugreifen. Ja, ich meine, komm schon. Ich glaube, sie haben uns erwartet. Was? Kann man den jetzt gerade einfach betreten? Kann man machen. Also ich will es zwar nicht sagen, aber ich finde es irgendwie komisch, weil bis jetzt hat es sehr viel gebracht. Warum habe ich Aua gesagt? Ich habe irgendwie aufs Maul bekommen. Schon wieder. Ich muss mich verarschen. Die machen jetzt alle platt. Einfach alle treffen. Einfach drauf. Auf. Auf die Schnauze. Ciao, Chen. Auf die Schnauze. Bing, 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 bing. Stufe erhöht. Lebenspunkte, das ist gut. B-b-b-b-b-b-b-b. Wunderbar. Und ich krieg neue Lebenspunkte. Wir können jetzt theoretisch durch. Ich will mal gucken, wie viel Leben... 1060. So wie meine erste Grafikkarte, die ich mir selbst ich habe mir die 720 gekauft. Oh, Lebensflamme sieht schon so geil aus. Nein, nicht schützen. Ah, gerade die Feuersäule, die alle irgendwann die Gegner verbrennt und dabei Clives Lebenspunkte teilweise. Okay, das ist nicht schlecht. Ich spar drauf. Ich will einfach dieses scheiß Ding haben und ich sehe jetzt. Es geht nur durch die Kapelle weiter. Die große Gregor scheint Pläne für uns zu haben. Habe ich mir auch schon gedacht. Gut, wir haben die Cutscene gesehen. Das wäre jetzt unfair, wenn wir das nicht sehen würden. Wenn wir das hier benutzen würden, aber. Uns bleibt... Oh, blutige Haut. Nimmt man doch gerne mit in seine... Dieses R2 drücken bei Türen macht halt in meinen Augen... Also gedrückt lassen macht in meinen Augen so gar keinen Sinn. Was zur Hölle ist hier passiert? Bisschen spät für ein Gebet. Ach, die hatten auf den... Als die hatten wäre auf die, ich so verzweifelt, auf den Segen falscher Götter zu warten. Die hatten auf den Tresen geschissen. Nein, ich warte auf dich. Hab mich auch beeilt. Für Dramatik hast du gesorgt. Gut, zur Sache. Wo sind die Männer und Frauen aus Kielbrück? Du meinst den Dominus? Er wird bis auf Weiteres in Valuts Diensten stehen. Komm zurück, Sedolphus. Ich brauche dich. Stell dir nur vor, was wir erschaffen könnten. Die Welt, die wir wollten. Die simmt ihn immer noch hinterher, obwohl wir eben die Bumszene mit dem König gesehen haben. Der König will mich. Eine neue Welt will ich auch. Nur nicht seine. Der Wahnsinn, den er dir verkaufen will, ist so leer wie falsch. Begreif es doch endlich. Hau dir doch einfach einen ins Gesicht. Der König hat dich gerettet und das ist dein Dank dafür? Wie kann man so treulos sein? Alter, du hast gerade mit dem König gefickt und bist jetzt zu dem wieder zurück. Ich lass mich nicht benutzen. Nicht so wie du. Was weißt du schon, Sedolphus? Mehr als du. Ich weiß nicht mehr, wer du bist. Oder was du willst.
Nur hast du früher immer gesagt, du willst dich nicht verstecken. Hast gesagt, du willst frei sein, von all dem frei. Ja, man wird Sei älter. Sei wieder ehrlich zu dir selbst. Waren deine Ziele es wirklich wert, dass du dich dafür aufgeben musstest? Muss ich mich in deinen Augen etwa dafür schämen, meine Vorzüge für mich zu nutzen? Hab ich nicht gesagt. Aber so wie es aussieht, tust du dir selbst leid. Eine hohe Predigt, Herr Kommandant. Wie konnte ich nur glauben, du könntest dich ändern? Die einzige Person, die mir leid tut, bist du! Ich kann das nicht mehr. Wenn du dich dem Traum meines Herrn in den Weg stellst, lässt du mir keine Wahl. Mimimi. Komm, fang schon an. Adieu, Sedolphus. Oha. Bleib da, Clive. Bock. Typischer Ehestreit. Ganz normal. Er zerlegt nochmal eine Kirche. Stell dir vor, du wärst das Kind von diesen beiden Eltern und die streiten sich auf dem Familienabend in deiner Schule. Elternabend. Verdammt! Jetzt wird er aber flachgelegt. Das war ein Riesenkuss. Schmeckt ein wenig bröcklich. Vernichtet sie. Gegen die beiden schon wieder. Wenigstens sind es nicht mehr 3 gegen 1. Au! Au. Wie? Verpisst ihr euch oder was, ihr feigen Lappen? Au, falscher Knopf. Linker Dude. Jawohl. Wir machen jetzt die erstmal fertig, weil wenn eine weg ist, ist der Rest natürlich... Komisch, wenn ich jetzt irgendwie Bock hab auf Hähnchenschenkel oder so. Oh, Chicken Wings. Große Chicken Wings. Au. Sie will Rache, Torge. Pass auf. Schnapp sie dir. Hier drüben. Okay.
auf diese Uschi. So, nimm das, du Federvieh. Na, 6.900 ist jetzt nicht so viel Schaden. Sei Dank. Lupana und Chidara bezwungen. Beute. Chicken Wings. Oh, so ein Eimer Chicken Wings. Mm. So mit schöner Paprika-Füllung. So mit Öl, mit Paprikasalz. Und schön gebraten. Gibt es nicht irgendwie so eine Hähnchenbraterei in der Nähe? Sid, alles in Ordnung? Natürlich stirbt er. Sehe ich so aus? Ach, siehst aus, würdest du Liebe machen. Das was mit seiner Verwandlung zu tun? Ich habe eher das Gefühl, ja. Benedikta ist sicher auf dem Weg zum Dominus. Du musst ihr nach. Schnell, bevor es zu spät ist. Im Gegensatz zu dir hat sie Flügel. Ah, die breche ich hier. Mit dir? Ich brauche hier noch einen Moment. Sicher. Komm, Torgal. Okay. Warum bin ich jetzt so am Glühen? Verstehe ich jetzt nicht. Aber ich müsste doch jetzt eigentlich genug... immer noch 1100. Verdammt. Hoffentlich glaubt. Sie muss hier irgendwo sein. Heiltrank ist okay. Alles da. Ja, muss ich hier lang? Wir haben Befehl zum Rückzug. Heilmagie. Einige Gegner wirken die Magie Vita, um Verbündete in der Nähe zu heilen. Es empfiehlt sich die. Ja, hau den Medic immer. Na komm her, du Lümmel. Gut, das waren jetzt nur ein paar Handlanger. Hallo, Karte? Hundi? Mundi? Schmundi? Es wäre schön, wenn die Türen offen bleiben würden, dann könnte man wenigstens sehen, wo man lang muss. Aber bis jetzt geht's. Hat ja nicht jeder so einen Orientierungssinn wie ich. Ich bin schon fast oben. Alter. Ich würde auch gerne in so einem Schloss wohnen. Vor Sonnenaufgang sollen wir weg sein. Zeig's ihnen, Großer.
finde, der räumt so auf. Ich will zwar nichts sagen, aber... Warum kann der jetzt auf einmal springen? Wenn man so einen Hund hat, braucht man sich um seine Tochter keine Sorgen machen. Einmal den Hund mit der Tochter losschicken. Der macht einfach mal so eine Feuerrolle. Nicht zu nahe kommen! Hey Boys! Wo kommen die alle her? Auf ihn! Ach! Zu langsam! Hat er noch gelebt? Ja, muss ich jetzt hier lang? Ich weiß es halt nicht. Ich hoffe auch nicht, dass ich es nicht verkacken kann. So nach dem Motto. Oh! Du brauchst so lange. Mach's gut. Tschüss. Der hat so gesessen. Du weißt, was zu tun ist. Schnapp sie dir. Du weißt, was zu tun ist. Los. Junge, ich dreh dir gerade den Arsch und du sagst, ich will mehr. Natürlich will ich mehr. Hier aufs Maul hauen. So. Daraus gibt's viele Schnitzel. Toasty, don't call it Schnitzel. Ich bin so geprägt von der Werbung teilweise. Ich möchte singen, ein Lied vom Mond, wo keiner wohnt. Ich möchte springen und habe singen über das Sternenzelt und die gute Welt. Der grüne Turm! Wer weiß, was da angebaut wird. Upsi, dupsi. So, ist doch schon immer schön. So, wo ist denn jetzt die wilde Hilde? Natürlich auf dem Dach. Endlich. Was? Da gibt's einen schönen Bossfight. Jetzt verraten mir schon die Heiltränke. Das sieht nach Bossarena aus. Ich habe auf dich gewartet. Ja, ist klar. Ich muss sagen, dass der alte Mann mich enttäuscht hat. Alter, du hast ihn gefickt. Entschuldigung. Anders als du. Zweimal schon hast du meine Schwestern bezwungen. Ah,
Ich schnupfe ich weg wie Koks unter der Vorhaut. Was machst du bei diesen Galgenvögeln? Wenn du Geborgenheit suchst, biete ich dir unter meinen Flügeln ein warmes Plätzchen. Es ist doch echt die Straßennutz von genau, Schloss, oder? Überlass mir den Dominus und ich lasse dich gehen. Du wagst es, mir Befehle zu erteilen? Klar. Ist nett gewohnt, du Mädchen, ne? Du kleines, freches Lamm. Dein Geblöke werde ich nicht länger über mich ergehen lassen. Du freches Fitschnixel. Jetzt hau ich dir mal aufs Maul. Versuch's. Sieh der Wahrheit ins Auge, Träger. Niemand hört dir zu. Du bist allein. Ich hab eher das Gefühl, dass sie das Problem hat. Komm, mein Lämmchen. Auf die Schlachtbank mit dir. Au. Du weißt, was zu tun ist. Schnell vorbei. Hier drüben. Zeig's ihnen, Große. Hier drüben. Lass sie hier. Hier drüben. Lass sie hier. Fass, Torgan. Du weißt, was zu tun ist. Hier drüben. Ganz schön flink das Mädchen, das muss man hier lassen. Alter, die kugeln wir ordentlich durch. Endlich mal. Spanking. Du musst so einen roten Arsch haben. Schneid ihr doch die Finger ab, da kann sie nichts mehr machen. Weißt du, ich versteh's nicht. Verkuppelt die doch. Das wirst du bereuen. Hack doch nicht einfach erstmal in die Kniescheibe stechen, da kann sie sich verwandeln, wie sie will. Oha. Jetzt wird sie zickig. Also. Hundi! Wenn du mir jetzt den Hund. Du Hure! Ich schneid dir deine Footlappen so auf. Du Fotzensau. Du. Wenn wir jetzt den Hund verlieren wegen dieser Schlampe. Ganz schön aufs Maul gekriegt, würde ich eher sagen. Ich werde dich zerquetschen!
Ich wollte da drin wohnen. Staub zu Staub. Und Faust auf Arsch. Was war das? Du wirst doch von allen Männern hier angepasst werden. Erst Sid, dann den König, jetzt wieder Sid. Und sein Wolf. Haben sie vergessen. Du Schrapnelle. Alter. Der Hund hat's drauf. Jetzt komm, brech ihr die Flügel. Weißt du, beim Sex den König noch geirrt. Aber jetzt. Oh, die wird ja aber jetzt zu Furie hier. Gesessen. Los! Fass, Torgan! Du weißt, was du tun hast. Fass, Torgan! Jawohl! Du weißt, was du tun hast. Darum! Fass, Torgan! Nein! Sie haben Benedikt da in den Arsch gekickt. Yay! Oh, geilo. Lorschwinger. Auf ein Schlachtfeld gebundenes Rückstände, Feuer, elementarem.
auf einem Schlachtfeld gefundene Rückstände feuerelementaren Äthers, die sich zu einer Art Kristall zur Reinheit verfestigt haben und äußert sich der äußerst starke, wenngleich auch nur begrenzt einsetzbare Kräfte besitzt. Erhöht die Willenskraftschaden von Lohnschwingen. Oh. Ihr macht selbst gut, klopft noch eine gute Figur. Ich kann ein Träger. Nein. Wieso lebst du noch? Warum bist du immer noch nicht tot? Warum? Ich sag dir warum, Benedikta. Er kämpft für etwas, an das er glauben kann. Sei still! Was willst du hier? Eine Leiche flattert. So, das war's. Der Dominus, wo ist er? Wer? Was bist du? Clive? Das habe ich mir jetzt auch anders davor gestellt. Mal verwirrt. Wo kommen jetzt die random Explosionen her? Halt sie im Auge, Hundi. Halt sie die Zitzen ab. Es reicht mir. Du kannst nichts mehr. Ich hab dir buchstäblich gerade die Kräfte aus dem Körper gesaugt. Nee, jetzt bist du nur... Sie ist weg! Jetzt bist du nur ein einfacher Mensch. Was ist passiert? Gib sie her! Gib sie her! Gib sie her! My Lady! Wo ist sie? Wo ist Geruda? Was hast du mir angetan? Gib sie zurück! Fasst euch, Milady. Wir brauchen euch doch. Was ist hier los, verdammt? Ihre Kraft, du hast sie ihr genommen. Aber wie? Ja gut, wir sind ja irgendwie schon so der Bruder vom Phönix und sind ja gesegnet. Ich hoffe, die Träger sind schon raus. Clive, der Laden bricht gleich zusammen. Und dann will ich nicht hier oben stehen. Wenn dein Dominus schuld am Feuer ist, und da wette ich drauf, ist er längst weg. Verdammt nochmal. Ja, also. Ich würde sagen, that dude is on fire. Was war das? Ladebildschirm. Unsere Ablenkung hat funktioniert, Euer Gnaden. Die Gefangenen konnten fliehen. Gehen wir. Ja. Das ist also die andere Feueressbar. Finde mir gut, dass wir die Lady kastriert haben. Sterilisiert. Ich habe keine Ahnung, wie das bei Damen heißt. Sie ist jetzt auf jeden Fall, hat weniger Saft im Körper.
sieh doch, der Morgen bricht an. Ihr habt ja auch die ganze Nacht gebraucht, um die Treppen runterzulaufen. Gleich kommt die Frühschicht, die ohne ihren morgendlichen Haferschleim sicher nicht gut gelaunt ist. Ich wäre aber auch mit morgendlichen Haferschleim. Wenn die uns hier beim Kerl erwischen, dann könnten sie voreilige Schlüsse ziehen. Gut. Sturmzeichen. Die Macht des Windes. Clive hat sich ein Stück der Essenz Garudas einverleibt. Das Schwören von Garuda kann von Garudas Kraft kann nicht nur äußern. Okay. Mehr Details findest du. Ah, okay. Espa wechseln. L2. Sie hat gesagt, dass ihre Kraft weg ist, aber hast du sie jetzt, oder? Ich glaube ja. Ich spüre sie. Sie ist in mir. Oh wei. Bei meinen Flammen. Vielleicht solltest du sie mal ausprobieren. Was kann schon schief gehen? Ja! Los! Nach dir hier! Das ist cool. Fast Torgan! Du weißt, was zu tun ist. Ah, wir können jetzt wechseln und kombinieren. Okay, das ist cool. Okay, das ist cool. Das ist wirklich cool. Das gefällt mir. Na, komm hier. Ich will nicht sagen, warum kann ich so weit fliegen? Alter Schwede. Kaiserlicher Kriegsabis. Ist übel. Ich hatte ja befürchtet, dass uns die Dame den Hund tötet, aber er hat nur ein bisschen angekratzt. Okay, wir kriegen Erfahrungsstufe erhöht, das ist super. Ja, das ist schön, wunderbar. Eiszahn. Ja, gut, ne?
Ich bin relativ glücklich. Holla, ich bin's nur. Mann, Gav, bist du eigentlich lebensmüde? Na, das sagt der Richtige. Ihr habt euch ganz schön ausgetobt, was? Ja, ein bisschen die Latrinen mal vollgeschissen. Hier lang. Das sind alles noch Abgase aus meinem Arsch. Da haben wir mal einen richtig schönen mexikanischen Bodenfurz losgelassen. Bald ein bisschen. Ist aber noch gut. Aber wenn ihr zwei die Träger nicht befreit habt, wer dann? Gute Frage. Wohl jemand, der sich nicht mit einer Harpyie rumschlagen musste. Ist nicht eine Harpyie und nicht eine Harpyie? Hauptsache, sie sind sicher. Und das sind sie. Dank deiner Hilfe, Gav. Ach, das ist doch nicht der Rede wert. Und er ist fündig geworden? Nope. Nein, dabei waren wir so nah. Gut, dann suche ich ihn. Aber warum? Ich habe auch Familie verloren. Meine hat der Kaiser auf dem Gewissen. Manchmal hilft einfach nur die Hoffnung auf Rache. Danke. Wir sehen uns, Freunde. Ah, cooler Dude. Ich glaube, er mag dich. Super, c'est très délicieux. Sie ist weg. Weg. Milady, ihr müsst stark sein. Wir bringen euch hier. Weg, weg, weg! Was soll ich nur tun? Barnabas? Wann erreichen wir die Küste? Bei dem Tempo erst nach Sonnenuntergang. Er wird mich verstoßen wie all die anderen. Was soll ich nur tun? Was soll ich nur tun? Milady, wir sind da. Yo. Geralt. Ihr geschieht alles recht. So wie sie ihre Leute behandelt hat. Was haben wir denn hier? Sieht nach einem wahren Prachtstück aus. Als redliche Händler sollten wir unsere Ware gründlich inspizieren. Oder was meint ihr? Bleib weg! Oha. Also mit ihr habe ich jetzt kein Mitleid. Er hat ihr damals gerettet. Hab keine Schau Angst. Mal. Sie können dir nicht mehr wehtun. Komm, lass uns gehen. Tja, ihn hast du verstoßen. Ist das meine Strafe? Yep. Weil ich nicht auf dich hören wollte. Diese elende Welt. Ja, ich dachte, wir haben ihr das abgenommen. Eine normale Markierung. Ich weiß nicht, was wir gerade gemacht haben. Aber das hat nichts Gutes zu bedeuten. Sid. Spürst du das auch? Garuda.
bei den Flammen. Oh, jetzt so ein... So Feuer-Benzin-Gemisch da rein, so ein Flammentornado, der würde so richtig geil aussehen. Sie hat die Kontrolle verloren. Zu viel Äther. Wenn sich Garuda nicht beruhigt, verschluckt dieser Sturm noch den ganzen Wald und uns gleich mit. Ich halte sie auf. Was willst du? Da war sie wieder. Dieselbe Stimme. Verdammt nochmal, musst du deshalb da reinlaufen? Klar. Und weg ist er. Wenn du in diesen Wirbelsturm einen ziehen lässt und der richtig stinkt, dann stinkt der ganze Wald. Entschuldigung. Clive, ich glaube, du verstehst nicht. Das ist kein windiges Wetter, in das du da läufst. Benediktas Jezorn ist unberechenbar. Und das an einem guten Tag. Wer weiß, was uns da drin blüht? YOLO! Das ist mir egal. Ich brauche Gewissheit. Ein für alle Mal. Sind das alles? Jeder eine Scherbe ihres Geistes. Alter Schwede, ist das geil. Das Kampfsystem geht richtig. Du weißt, was zu tun ist. Da muss ich. Willst du mit Fass, Torga? Los. Also wir könnten jetzt hier natürlich den ganzen Shit sammeln. Marco! Hi, grüß dich mal lieber! Du weißt, was zu tun ist. Da muss ich. Los! Was geht? Schon eigentlich nochmal eine Runde 7 Days spielen, aber da du ja heute nicht konntest. Gut, wir haben dafür letzte Woche viel gezockt. Muss man gestehen. Obwohl ich eigentlich meine Welt eher anders sah. Au. Ja, also ich will mich nicht beschweren, ne? Wir müssen in diesen riesigen Staubtornado. Wie geht's, wie steht's? Kurze Frage, Kai. Du hast, glaube ich, meine Games alle. Also wegen 7 Days Today können wir gerne noch tun. Außer du bist bei Final Fantasy vertieft. Ja, ich wollte. Also ganz vertieft wollte ich nicht sein. Ich wollte aber noch eine Runde Story of Seasons spielen. Morgen kann ich nicht.
Er ist hier. Ich weiß es. Und am Sonntag auch nicht, aber ich habe nächste Woche Urlaub. Yay! Okay, ich will aber nochmal zurück. Ich will nochmal gucken, in der Schmiede will ich nochmal was gucken. Wie war deine Woche, lieber Kai Kai, dai dai. Das würde mich mal dick fett. Vielleicht Hilfe da drüben. Otto wird die Sache schon unter Kontrolle haben. Ich hab verstanden, rauchen die da gerade Hilfe. Ich denke mir so, was? Mein Gehirn ist so brain dead, damaged. Ich nicht, dass ich beschäftigt bin. Und was darf sein? Brandschwert, Langschwert, Bastardschwert. Sollte eine Weile halten. Dunkelschärpe. Pass gut drauf auf, ja. Ja, das, Daddy, gib mir dein Stuff. Sollte eine Weile halten. Gut, Armbänder des Reisenden. Kannst mir später danken. Dunkelscherbe. Das muss erstmal reichen. Yeah. Alter Schwede. Ja, schon besser. Und? Gut, dann gehen wir nochmal zur Wilden Hilde. Wir wollen nochmal Stuff verkaufen. Und was willst du? Zu viel Gill in der Tasche? Immer. So viel kriegst du sonst nirgends dafür. Alter, die Oma geht mir so auf den Sack. Das bekomme ich schon an den Mann. So viel kriegst du sonst nirgends dafür. Hast du noch irgendwas? Zeichen der Stärke. Erhöht den Angriffswert um 7. Stahlkronen. Einen besseren Preis bekommst du nirgendwo. Ich hoffe, du hast es passend. Alter, die geht mir so in den Sack. Also meine Woche war relativ anstrengend, muss ich sagen. Und bin aufs Wochenende froh. Ich will gleich nochmal meine Fähigkeiten angucken. Ich würde gerne den Lebensregen kriegen. Wir können wahrscheinlich wieder so viel skillen. Sei Dank. Mach dir keine Sorgen um uns. Darauf hast du gewartet. Los, Sid! Verzeiht mir. Sid hat doch gesagt, alles cool. Also Chili Vanilli. Erwachen. So, Garuda einverleibt. Okay. Ja, ich müsste eigentlich meine Fähigkeit ein bisschen verbessern. Federwirbel. Phönixflug. Lore schwingen. Orkanrad.
Feuerschwall. Damage 2. Damage 2. Betäuben 3. Das ist was Erlernbares. Damage 3. Das ist 3-3. Okay, was haben wir hier? Windschlag. Erschaffe einen Wirbelwind, der Gegner in der Nähe verfolgt, sie bei Kontakt mitreißt und ihn... Oh, das ist alles so geil. Alter, verbessern. Das ist schweineteuer. So, jetzt will ich mal gucken. Phönix. Auswählen. Ah, das muss ich also... okay, verstehe. Dann würde ich eher sagen, dass ich mir ein paar Fähigkeiten anlerne. Doch stehen? Arschloch. Was zum Geier? Ich komm nicht wegen dir, Garuda! Das war doch so klar. Ich meine, das ist unser einziges Ziel. Dass wir den jetzt noch nicht kriegen nach, was weiß ich, wie viele Stunden haben wir das Paar gespielt? 5 oder 6? Insgesamt? Moment mal, ja, knapp 5 vielleicht. Ja, es ist eine Harpie, was erwartest du? Ein spinnähnliches. Also spinn nicht, aber natürlich spielt sie mit dir. Wieder nur so ein Sinnbild oder so. Du rufst mich! Warum? Wenn die alle platt machen, ich hätte jetzt so Bock drauf. Die Federn alle einzeln auszurupfen. Komm doch schon von unten. Ist der Justin eigentlich schon da? Der verpasst einiges gerade. Fataler Sturz. Größere Gegner kommen ins Schwanken, wenn ihre Willenskraftklasse unter 50% sinkt. Benutze Garudas fatale Umarmung, um einen schwenkenden Angriff umzuwerfen. Was jetzt? Her, du knapper Kappe. Yeah.
klar. Ich muss aus der Brust kommen. Wer will denn schon Blätter angucken? Schwert reinschichten, mich dranhängen und dann so beim Hals so entlang. Kopf ab. Dann ist Ruhe im Karton. Oha. Mehr, mehr! Jawohl! Als zerstückeln die Alte. Au. Ein bisschen brutal. Reißzahn. Können wir nicht mehr aus der rausholen? Es war irgendwie so klar. Ja, natürlich. Du bist nichts als ein Monster. Und ich kann nicht. Ich werde nicht aufgeben. Kind des Schicksals. Was? Der, den wir jagen? Hm.
Kämpfe als Ifrit. Drücke Kreis, um eine große Entfernung in einem Satz zu überwinden. Nahkampf, Fernkampf, ausweichen. Meine Übersicht wäre. Allen haben es gezeigt. Filmisches Kräftemessen. Alter. Ich hätte nicht gedacht, dass wir das sehen. Haben wir doch schon mal gemacht, meine ich. Boah, komm schon. In der Luft bist du leicht im Nachteil, Bro. Jawoll, mit dem Schwanz ins Gesicht. Autsch. Die macht uns gut fertig.
Ja gut, was sie können, können wir auch, ne? Jetzt machen wir den Hulk. Hat auch der Hulk mit Loki aufgemacht. Goodness. Ich sag nix. Das war ja geil. Meteoritengestein, Windsplitter. Wird zum Beispiel von Ausrüstung Gegenstand verwendet. Geil. Okay, ich bin leicht konfus. Warum haben wir dann unseren Bruder getötet, den Phönix? Wenn wir diese... Ja, gut. Das ist natürlich Kehrschluss, ne? Zu dir, Clive! Du bist es doch, oder nicht? Aufhören! Jetzt! Ja, wenn er das Ding benutzt. Okay. Nee, der wird zum Alten. Okay, das ist cool. Ich bin einfach zu nett. Ich bin einfach zu nett. Verdammte Scheiße. Ja. Als Chili ist, kommt da schon mal so ein bisschen Feuer hinten raus. Hast du ihn gesucht. Und dann war er in dir selbst. Kann man sich nicht ausdenken. Okay, das war lustig. Ah.
Tja, Mutti. Wieso? Wieso bist du ihm gefolgt? Benna. Das kannst du doch nicht gewollt haben, oder? Selbst. Hoher Besuch. Stellt ihr ihn persönlich, Eure Hoheit? Natürlich. Chef gegen Chef. Euch beflügeln. Schade, dass Justin das nicht mitsieht. Ein wahrer Mut ist ein Drache, den könnte. Das könnte dem Justin gefallen. Nicht gleich selbst gekämpft und den Rest geklatscht. Ordnet die Truppen. Jawohl. Oh wei. Eure Hoheit. Verzeichnen zahlreiche Angriffe, sogar in der Hauptstadt. Mein Vater, ist er in Sicherheit? Seine Heiligkeit ist sicher. Doch die Stadt braucht nun jeden Mann. Auf Verstärkung warten wir leider vergebens. Selbstverständlich, der Schutz des Kaisers hat Vorrang. Ich übernehme die Feinde hier. Oha. Mächtige Worte, Blondchen. Ich hoffe, der kleine junge Schönling ist ein guter.
der da nackt? Komm, wenigstens Unterhöschen hätte ihm anlassen können. Na, endlich wach. Steckst ja voller Überraschung. Erst der Trick mit Garuda, dann was auch immer das andere war. Es wird nicht langweilig mit dir. Tu es. Was? Töte mich. Ich war's. Ich hab ihn umgebracht. Er ist tot. Joshua, ich hab ihn getötet. Ich bin ein Monster. Und ich verdiene den Tod. Töte mich. Jetzt sofort. Bitte. Bitte. Den Gefallen kann ich dir tun, wenn es das ist, was du willst. Aber erst wollte ich dir eine Kostprobe meiner zeitlosen Weisheit geben. Denn wenn du mich fragst, Junge, wer die Kraft hat, rumzuschreien, hat auch genug Kraft, sich nützlich zu machen. Sieh dich an. Bist zwar ganz gut gebaut, aber nicht mein Typ. Wir sehen uns in der Halle. Oh, dieser Spruch war mad. Er hätte nicht sein gemusst. Aber nicht mein Typ. Wie ist mit den Damen hier im Raum? Wäre das euer Typ? Könnt ihr mal in den Chat schreiben. Was soll ich denn jetzt noch tun? Die Früchte der Schuld. Na, super. Blockierte Aufträge. Zu manchen Zeitpunkt sind bestimmte Aufträge, Nebenaufträge blockiert, solange du nicht was gemacht hast. Oh, komm schon. Ich kann ihn mir ja mal anhören. Wieder einzulochen, ja? Fass dich kurz. Und was darf sein? Sturm. Sollte eine Weile halten. Fuck. Und? Passt schon. Ja? Was suchst du denn? Ich suche eigentlich... Accessoire... Ich hoffe, du hast es passend. Einen besseren Preis bekommst du nirgendwo. Die Oma geht mir so auf den Sack. Endlich aus der Gruft gekrochen, Lars. So siehst du aus. Wenigstens hattest du den Anstand, dir was anzuziehen. Ich wäre auch gerne nackt rumgelaufen. Oh, doch noch etwas Feuer in dir. Dann hör zu. Wir gehen jetzt los und treffen Gav. Falls du es vergessen hast... Für dich ist er da draußen auf der Suche. Ganz umsonst. Nein, hör zu. Während du hier gefaulenzt hast, hat sich Gav nach deinem Dominus umgehört. Und laut seines neuesten Berichts hat er eine Spur. Gav hat sich ziemlich ins Zeug gelegt. Hör dir wenigstens an, was er herausgefunden hat. Wir treffen ihn am Königsfall. Pack deine Sachen, dann brechen wir gleich auf. Bin schon längst... Ja, auf. Los. Gav wird schon auf uns warten. Mach dich bereit. Ja, ich bin doch bereit. So, dann wollen wir mal. Gut, also wegen Seven Days können wir gerne noch tun, außer du bist ein Final Fantasy vertieft. Das traurigerweise ja.
Außer, ihr habt kein Interesse mehr. Obwohl ich eigentlich die Final Fantasy Parts Streams nicht ganz so lange machen will. Weil dann kann ich die nämlich schön runterladen und auf YouTube hochladen. Und ich habe vergessen, auf Aufnahme zu drücken. Also muss ich mir den Stream runterziehen. Verdammt. Vor kurzem war das noch eine rege Handelsroute. Dann kam die Fäule. Die Leute gingen. Jetzt ist es hier wie ausgestorben. Die perfekte Abkürzung war geboren. Jeff wartet auf uns. Komm. Fängst du wieder an zu jammern? Sid, bitte. Denk doch nach, Clive. Es deutet alles darauf hin. Ein kaiserliches Signal. Was machen die hier? Die Burg ist schon seit Jahren verlassen. Wir reden nachher weiter. Ich muss wissen, was die da aushacken. Geh vor und triff dich mit Gav. Wir wissen doch beide, dass... Ohne Wenn und Aber. Aber wenn er was herausgefunden hat und so gut ist, warum weiß er nicht, dass wir das sind? Hier ist ein bisschen Jäger und Gejagte. Hundi! Ja, wer ist denn lieber Hundi? Sie hat ihm gerade den Sack gestreichelt. Das war irgendwie gruselig. Das ist doch sinnlos. Ich bin der Dominus. Gav war umsonst auf der Suche. Ganz komisches. Bin mir nicht ganz sicher. Alter Schwede. Gar nichts. Na komm schon. Ich das automatisch. So, okay, nehme ich mit. Nehme ich mal mit. Oh mein Gott, dieses Spiel ist nicht schlecht. Oh, er hat geschrieben. Was haben wir da jetzt schon wieder? Oh, komm schon. Mal mit so einer fetten Wampe ein Sixpack haben. Ich verstehe es nicht. Nicht zu nah, Hocker. Los!
So, Minotaurus bezwungen. Stuff. Wie, der hat nichts gelootet. Ah, doch. Ja, da wir ja derjenige sind, den wir selbst jagen, hat er natürlich jetzt... Von Sids perfekten Abkürzungen. Wieder mal voll mit blutrünstigen Bestien. Hinterfragen wir jetzt ziemlich viel. Kann nicht mehr weit sein. Da sagst du. Los! Machen wir es kurz. Los! Hier drüben! Zeig's ihnen, Große! Da, Große! Los! Fast Vorgang! So weit gut zu tun! Auf die Schnauze, ihr Lümmel. Gleich wieder sauer, macht alles kaputt. Eigentlich nicht automatisch einsetzen. Aber okay, machen wir mal. Ey, der hält ja viel aus. So weird, warum frisst der so viel? Das ist ja fast mehr als der letzte Gegner eben. Da passiert doch bestimmt irgendwas. Na, Cutscene. Obwohl, es sieht nach einer soliden Brücke aus. Also ich will nichts beschwören. Komm, das sind wir schuldig.
ist da? Das ist ein Deserteur! Tötet ihn! Los, kommt es weg! Du hast deine Wahl getroffen! Zeig sie, Rosa! Hier drüben! Du weißt, was zu tun ist! Er schon wieder, glaube ich. Drache! Halbdrache, okay. Da ist er! Schnappt ihn euch! Tötet den Verräter! Autsch. Also wir sind nicht Life. Allein. Wie ist die Lage? Gas braucht uns! Was? Sie sind hinter ihm her! Ein ganzer kaiserlicher Trupp! Verstanden. Ich würde gerne mitspielen. Was dagegen? Ich nehme den Drachen. Nimm du den Dragon. Diese Ringe ablegen. Ich habe so das Gefühl, die machen mir das viel zu einfach. Der sterbenden Sonne bis runter. Okay. Was ist denn ein Dragoon? Ist es so ein Halbherzlappen? Stufe erhöht. Level 19. Unterwestenkettenglied. Das hinterfrage ich mal nicht. Komm! Wir haben uns lange aufgehalten, dieser Lappen.
Au. Er stirbt doch jetzt ohne uns was zu sagen. Alter Schwede. Angeschnittene Muskeln. Gut, aua. Jo, was wir erfahren haben, war nicht so geil, ne? Tut einem ja schon fast ein bisschen leid. So. Was habe ich nochmal zu dir gesagt? Clive hätte nicht einen Riecher? Ich steck ihn eben überall rein. Ist eins meiner ewigen Laster. Aber ohne euch zwei hätte sich's ausgeschnüffelt. Danke. Wirklich. So, erzähl. Wo hat denn die Zigarette her? Nun, ich weiß jetzt zumindest, wo euer Kollege ist. Gav, ich... Er ist mit Begleitung unterwegs in seine alte Heimat, Rosaria. Ihr hättet sehen sollen, was er mit den Kaiserlichen, die ihn aufhalten wollten, gemacht hat. Absolut kein Zweifel. Der Kerl ist ein Feuerdominus. Auf keinen Fall. Clive, ich habe gesehen, wie du dich in eine Esper verwandelt hast. Und ja... Vielleicht hast du auch den Phönix getötet. Aber da war noch jemand. Wer war dieser Kerl in der Robe? Ja, hab ihn auch gesehen. Das hast du nicht geträumt. Der war echt. Aber wer ist er? Das weiß ich leider auch nicht. Das ist aber jetzt wird's interessant. Du wirst bestimmt herausfinden, wer es ist. Sterben kannst du dann noch. Was? Du hast geschworen, deinen Bruder zu rächen. Und dass du nicht ruhst, bis du den Täter geschnappt hast. Also, finde erst raus, ob der Kerl es war. Sterben kannst du danach. Sid, ich... Nicht nötig. Danke, Gav. Danke, Gav. Schon gut, schon gut. Ja, also läuft gut, ne? Besser als gedacht. Keine Zugvögel in diesem Jahr. Die Fäule hat ihre Nester verschlungen, fürchte ich. Die Zeit läuft uns davon. In 2 Tagen erreichen wir Rosaria. Dort, wo alles begann. Justin Bieber für Arme. Wir müssen ihn stoppen.
das wirklich noch ein Zwillingsbruder oder ist dann das unser Bruder? Dann hat er eine riesige Feuersäule aus dem Boden gezaubert. Und das hast du gesehen, ja? Was? Glaubst du mir wieder nicht? Clive! Deine Freundin. Ach. Sie ist wach. Gut. Geh schon, du Feigling. So, Leute, es gibt Arbeit. Götz, komm mit. Jeff, und du lässt dich verarzten. Oh, sag's mir gerade heraus. Wie lange habe ich noch? Ein Schnitt am Arm. Eins nach dem anderen. Ich erzähl's dir später. Oh. Jill. Ja. Der Mokri ist lustig. Ich repariere besser schnell das Geländer. Yay, Kindersfreunde. Juhu. Fühlst du dich besser? Ja. Tarja hat mir alles erzählt. Ohne dich wäre ich tot. Ich hab dich erst nicht erkannt. Fast hätte ich. Wie kam es, dass du für sie gekämpft hast, Jer? Für die Eisernen. An jenem Tag, kurz nachdem das Phönixtor gefallen war, fielen sie ein. Rosaria war ohne Führung. In dem Chaos haben die Eisernen unsere Schwäche gnadenlos ausgenutzt. Die Männer getötet und die Frauen gefangen. Sie brachten euch nach Eisenholm. Ich hatte gehofft, dass sie uns rasch erlösen. Doch ein Ende blieb mir verwehrt. Meine Kräfte erwachten und alles kam anders. Es ging alles so schnell. Uns hat man von einem gefangenen Dominus erzählt, den die Eisernen im Krieg einsetzen wollten. Ich stand vor der Wahl. Entweder ziehe ich für sie in die Schlacht oder schicke die Gefangenen in den Tod. Und uns nennen sie Monster. Was? Erzähl es mir, Clive. Was ist mit Joshua passiert? Ich war es. Ich habe ihn getötet. Nein, das kann nicht sein. Dazu wärst du niemals fähig. Es ist wahr. Sie ist wieder in mir erwacht. Kürzlich erst. Die zweite Espa des Feuers. Sie ist es gewesen. Clive. Wenn ich an die Nacht zurückdenke. Da war ein Mann. Er sprach zu mir. Was hat er gesagt? 20
haben dich gefunden. Was meinte er damit? Clive, lass uns zurückgehen zum Phönixtor. Ich will die Wahrheit herausfinden. Du doch auch. Willst du keine Gewissheit? Und wenn es tatsächlich wahr ist und du es wirklich getan hast, erfährst du es nicht allein. Jill, ich... Sieht doch wenigstens die Handschuhe aus. Meine Güte. Kein Anstand, der Bursch. Aber erst musst du dich umziehen. Darf ich bitten, Eure Lordschaft? Wir wollen eure Sinne nicht überreizen. Oh, ja. Sofort. Ja, blöd. Sinne nicht überreizen. Wir sehen uns nachher, Clive. Ich muss mich vorbereiten. Wir haben eine lange Reise vor uns. Ja, gut, ne? Handelsware im Angebot. Es sind ein halbes Dutzend, vielleicht auch. Nimnambos kann neuen Gegenstände. Gegenstände gefertigt werden. Was hältst du hier? Mich verabschieden. Wir gehen. Gute Entscheidung. Besser als da draußen begraben zu liegen. Du hast dieser Frau viel zu verdanken, Junge. Ich weiß. Glaub mir. Gut. Kommen wir zum Geschäft. Hab neue Ware, die du dir mal ansehen solltest. So, dann zeig mal, was du hast. Oh, Gaia-Schwert. Einen besseren Preis bekommst du nirgendwo. Goldschärpe? Goldschärpe ist besser als Dunkelschärpe. Du machst mich noch arm, mein Junge. Warum? Ich hoffe, du hast es passend. Du machst mich noch arm, mein Junge. Ich hoffe, du hast es passend. Hä, wie soll ich die... Du machst mich noch arm, mein Junge. Hast du noch irgendwas? Wie soll ich die Alte so denn arm machen? So viel kriegst du sonst nirgends dafür. Wie soll ich die Alte... Wie soll ich die Alte denn arm machen, wenn ich ihr das Zeug abkaufe? Ich sollte mich noch bei Gerf bedanken. Auf jeden Fall. Du nicht, dass ich beschäftigt bin? Willst du was schmieden? Oh, Geierschwert, Bastardschwert, Sturmruf. Nicht schlecht, wenn ich das so sagen darf. Warte mal. Habe ich nicht irgendwo noch was Lilanes? Hä? Was ist das? Gut. Geierschwert. Ja, hab ich doch. Sturmruf. Esper-Klasmenbuch des Sturms. Warum ist das stärker als das? Fass dich kurz. Und was darf sein? Den Geierschwert plus 2 machen. Minotaurus-Mähne. Okay, natürlich nicht so geil. Das muss erstmal reichen. Was das? Ja, komm, schickt. Sprich mit Gav. Gav. Du willst uns also echt verlassen? Klar. Wir haben noch etwas in Rosaria zu erledigen. Da kommen wohl Erinnerungen hoch, hm? Immer. Rosaria ist nicht mehr, was es war, Clive, seit die Kaiserlichen die Macht übernommen haben. Bei Schwierigkeiten besucht ihr am besten Marthas Rast und fragt nach der Wirtin. Eine alte Verbündete. Sagt, ihr kommt von Sid und sie wird euch helfen. Verstanden. Danke, Gav.
Was täte ich ohne dich? Ach, ist doch nicht der Rede wert. Sowas versteht sich von selbst. Pass auf dich auf, hörst du? Oh, ich kann sowas nicht. Wo ist Sid, wenn man ihn braucht? Grüß ihn von mir, wenn er zurück ist. Werd ich. Oha. Danke fürs Warten. Bereit, Milady? Bereit. Okay. Gut. Hino, Yuna, seid ihr noch da? Dann würde ich nämlich jetzt eher erstmal sagen, wir sind soweit durch mit Final Fantasy. Wiederkommen. Warum verabschiedet er sich denn jetzt? So, ich kann theoretisch noch. Ich will jetzt erstmal speichern. Ich finde es cool. Hat was. Gut.